Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder da mit einer kleinen, größeren Tour ETS. Und wir haben auch schon jetzt durch die Schnee gekommen. Hi, erstmal an Daniel. So, komm in den Club. Hallo. Hallo. Wir haben uns ja heute alle noch nicht gehört. So. Ah ja, Finn, komm mal rein. Ich bin da. Seid ihr auch da? Ich hab ein falsches Skin drauf. Ich hab ein anderes Fahrzeug, deswegen ist hier was kaputt. Ich muss mal ganz kurz weg. Ja, du musst in Österreich reintun. Na, wie gesagt, auch wenn Scania ist es ja. Habt ihr schon mal geguckt, wo man hinfahren könnte? Also wohin wollten wir? Und hi an Tom. Irgendwo, wo man halt sonst selten ist. Reicht ja aus. Bratislava. Da ist man nicht oft, das stimmt schon mal. Ich hab Ostrava, ja. Ja. Querlast. Wir können mal alle auf Auftragsangebote extendieren. Wie wär's nach Budapest? Was haltet ihr von Golfech? Was? Nein, das habe ich. Golfech, Frankreich. Ja, aber das ist Frankreich. Und das sind 1556, ich glaube, da hat Franz keine Lust drauf. Ich glaube, ich muss online gehen. Ja, nee, ich guck mal. Polen hätte ich Gdansk. Ich hörte eine kurze Tour bis zur Schweiz. Das wären 801 Kilometer, also auch ein Stückchen. Kraftstofftank wäre das. Düsseldorf, Szczecin, das wäre ein Transformator. Schwerlast. Das wäre cool, ja. Das würde ich gerne nehmen. Nach dieses ganz nach oben, die 650 Kilometer, ne? Transformator. Was? Wohin jetzt? Transformator von Linz nach Szczecin. Guck mal, ob ihr das habt, alle. Ich hab's. Und hi, Elias. Ich hab's nicht. Das ist kein Schwerlast, oder? Budapest, wenn noch. Aber dann fahr ich ohne Ding mit. Kann ich schnell fahren. Wir können auch nach Budapest fahren. Dann wäre es wirklich eine recht kleine Tour mit 465 Kilometern. Je kleiner, desto besser, ich hoffe. Ja. Nicht immer, aber. Der Jerry, Zitat Olli, 2018, eine kurze Strecke. Ja, wie gesagt, ist ja kurz dann dementsprechend. Und hi, Bastian. Wir können einen Umweg über Berlin nehmen. Budapest ist aber ganz woanders. In Ungarn. Und da willst du einen Umweg über Berlin? Ja. Ja. Kurzere Strecke, ne? So, was machen wir? Wollen wir Budapest? Hat jeder Budapest? Ich hab eins, ja. Ich hab auch. Ich auch. Jo. Also haben wir alle Budapest. Ja, dann will ich sagen Budapest. Budapest. Habt ihr alle, ja? Ja. Ich auch. Im Sand kommen aber gleich wieder. Okay. Gut, wenn ihr es angenommen habt, dann nehme ich auch mal an. Irgendwer hat keins, habt ihr gesagt. Wer hat keins? Ich. Warum nicht? Ach mich mal. Wieso ist das später schon wie verrückt? Hast du denn irgendwas in die Richtung Budapest? Und du hast bei extern geguckt, ja? Ja, sicher bin ich bei extern, ja. Hast du irgendwas nach Bratislava oder. Was war? Aktualisiert. Oder Wien oder Budapest. Budapest hast du nicht. Wien. Lass es sehen. Timmy. Aus. Kann ich mitzocken? Natürlich kannst du es, Jerry. Oliver, der Livestream-Gucker, ist auch dabei. Kann ich eigentlich auch in externe Aufträge gehen und fahren, wenn ich nicht
den Multiplayer spielen. Hätte ich war ein bisschen zu schnell. Ach, nach Wien hätte ich. Nach Wien. Oh nein, ich hasse das. Wohin hast du was? Aber Budapest. Wohin hast du was? Nach Wien. Nach Wien. Ja, dann machen wir, dann fahren wir erstmal bis Wien und gucken dann weiter, oder wie? Egal. Mal machen. Oder du fährst von Wien so hinter uns hinterher bis Budapest und in Budapest suchen wir wieder gemeinsam. Oder so. Aber erstmal bis nach Wien dann, würde ich sagen, oder? Okay. Dann machen wir da einen Zwischenstopp. Gut, dann hol ich mal meine Fracht ab. Ach, ihr seid schon alle da. Ja. Ich hab ein dazu wenig ETS gespielt. Ah, ich werde schon wieder gleich rausgekickt, wenn ich nicht sofort Licht anmache. Ja, nochmal eben tanken. Bitte da. Babychen. Naja, ich möchte bitte warnen, es ist zwar keine Kollision, trotzdem warne ich lieber. Kann sein, dass meine Bremse ein bisschen zu schnell und zu ruckartig reagiert, weil ich meine Einstellungen ja zurücksetzen musste. Okay. Wie ihr schon alle drauf habt, ja? Hey, hör auf, in mich reinzufahren, das mag ich überhaupt gar nicht. Aber ist auch schon da, sehe ich gerade. Okay. Wir können auch draußen warten, theoretisch. Wir können auch draußen ineinander fahren. Nein, dann gewöhnt man sich dran oder macht man das später immer. Ist so. Ich habe am Anfang an nur auf Server 4 gespielt, dann bin ich auf Server 3 und bin einfach in jeden Ring gefahren. Ich dachte, da kommt jemand unten. Da ist Tanja. Ja, ich habe den Punkt gesehen, dachte, da kommt einer. Ich habe nicht gesehen, dass das auf der Nase was ist. Ich war ein bisschen verwirrt. Warum? Ich auch. Weil ich jetzt 7 Meter. Ja, du bist auf die Brücke. Ja, das weiß ich, aber weil ich jetzt angeblich 7 Kilometer fahren soll, um die Fahrrad zu holen. Das kann sein. Also wir müssen theoretisch dir hinterher. Der Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Okay. Aber dann muss ja auch noch die Fracht abholen. Hi Paddy Poo, ganz gut, wie geht's dir? Oh, ganz viele coole Punkte. Wer ist es in mir reingefahren? Ich hab Schaden. Wer ist es in mir reingefahren? Nalhard ist er reingefahren. Ja, ich hab jetzt Schaden. 0%, so ein Scheiß. Oh mein Gott, das ist 0% Schade. Tisch ist grün. Ich hab meins, ich hab 2% Schade. Ja, aber Tanja fehlt ja noch und Dani fehlt ja noch. Ach so. Aber. Fahren wir dann als nächstes tanken? Ja, nächstes Tankstück hält alle uns. Jo. Okay. Oh, hier kann ich wieder drehen. Dann komm ich erstmal zurück. Hast du deine Fahrt, ja? Ah? Ja, ich hab ja. Ich wollte gerade sagen, wie gut seid ihr vorbereitet, dass ihr tanken müsst, ja. Aber mein Tank ist auch was leer. Aha. Nee, ich hab noch was, aber. Ja, ich hab noch ein Viertel. Ein bisschen über ein Viertel hab ich. Ich hab. I hate Quark SMP, warum das? Quark SMP ist doch schön. Und ich habe was zu trinken. Ich muss was trinken. Guten Durst. Danke. Ja, aber warte mal, Olli. Ja. Hast du getankt gehabt, wo du in der Garage standest, oder nicht? Nee, ich stand bis so da. Also ich bin nicht nach Duncan gefahren. Warte. Oh, Jack! User was moved to your channel. So. Oh Gott, wer ist das gut? Nach einer gefühlten Ewigkeit hat auch Struggers in Peace geschafft zu starten. Oh Gott. Hallo erstmal. Guten Tag. Servus. Hallo. Hallo. Also ich bin noch kein Stückchen. Doch, ich kann schnell weiterfahren, ja. Sind wir jetzt eigentlich alle so? Also ihr seid schon. Ne, ich noch nicht. Ich denke, dass ich nur dahin komme, wo die ganzen Pünktchen sind. Ihr seid EO4, oder? Ja. Ja. Mhm. Alles klar. Sollen wir nicht noch warten, oder? Wir schrollen nur ein bisschen vor schon mal. Ich weiß nicht, wo Tanja gerade ist. Ich bin auf dem Weg zu euch. Steht ihr immer noch in Linz, oder wie? Ja. Ja. Krass. Ich
hoffe, ich habe dort eine Garage. Das, wir fahren jetzt nach Wien, oder? Nach Wien? Ja, also sagen wir es mal so, wir fahren erstmal zumindest Richtung Wien und halten wahrscheinlich auf der Autobahn, wo wir alle rauffahren. Okay, warte. Bin ich wo aufgefahren? Ja, auf dem Bordstein. Irgendwas nach Österreich. Lalle, schönen Abend und gute Fahrt. Dir auch einen schönen Abend. Und gute Fahrt weiß ich ja nicht. Und Thorsten LP, hi, Tag schön. Und hi, Wien. Wenn ihr nach Wien fahrt, kann ich ja theoretisch auch Bratislava mitnehmen, oder? Da fahren wir ja hier. Echt? Wir fahren nach Bratislava jetzt. Oder? Ja, dann zack, boom. Fracht angenommen. So, 01 Lalle. Ach ne, hat man schon die Nachricht. Ich komme in Wien dazu. Kannst du machen, Bastian? Wo genau steht denn hier gerade? In Wien. Ja, ich hab ganz viele grüne Punkte auf einmal. Die grüne Punkte sind wir. Ja, denke ich mir. Nein, ich muss hier den Auflieger abholen, ich Troll. Doch noch nicht da? Nee. Zur Not lässt du dich abschleppen, hast ihn sofort drauf, ein bisschen Linz. Ja, gut, in Linz bin ich ja. Ja, und wenn du jetzt dich abschleppen lässt, hast du ihn sofort drauf. Na, fahrt ihr extern Auftrag? Ja. Ah, gut, okay. Endlich in Linz angekommen, so. Externer Auftrag habe ich keinen gehabt. Also ich fahre normal. Wer ist eigentlich mein Anhänger drin? Also wo fahren wir jetzt hin? Wo fahren wir hin? Ja, cool. Beim Anhänger. Bestimmt den Auftrag. Und wir fahren jetzt durchschnittlich mit 3 km/h die Stunde. Ja. Ich lasse mich eine Rolle, also meiner macht das automatisch, wenn das bei euch aussieht. Das ist Automatikgetriebe, ist logisch, dass das macht. Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid, aber ich werde auf der Map, wo die ganzen türkisen Punkte sind. Das sind diese komische Punkte, die sich. Ja. Diese komische Gruppe, ich weiß auch nicht, wer das ist. Ja. Das sind so viele. Also ich habe 3 oder 2 blaue, irgendwie grüne. Mhm. Keine Ahnung, ich sehe es nicht. Warum? Es sind ein paar. Ein paar. Kommt der Berg. Nein. Der Berg. Ja, wollen wir jetzt die komplette Tür mit 3 km/h fahren? Können wir mal machen, oder? Ja. Dauert absolut nicht lange, oder so. Stimmt, wenn man ist. Hat der Scanner eher vielleicht einen Fahrspurenassistent, dann würde ich das wirklich machen. Ich glaube nicht. Du kannst einfach Tempomat rein. Ah, oh, nee, Tempomat geht erst ab 30. Nee. Ja, vor allem Tempomat, aber kein Fahrspurenassistent. Hat jemand seine Route auf Wien? Vielleicht? Nee, ja, ich. Ja, genau, Tanja sowieso. Tanja fährt vor. Echt? Okay. Ja, das kann auch chaotisch sein. Obwohl. Dann fahr ich mal vor, wa? Achso, aber okay. Ich wollte gerade eben noch fragen, was ist denn das für ein Wahnsinniger, was an mir vorbeizieht, dabei ist es Tanja. Ja, genau. Du alte Muddel, du. Alle Kraft voraus. So. Ja, mit 3 km/h weiter. Ah ne, bin ich stehen geblieben, shit. Wow. Ja, mit 2 km/h pro Stunde kommt man nicht weit. Bei mir leck. Aber es dauert halt. Achso, sollen wir noch warten? Ich glaube, wir sind da jetzt, oder? Geht das noch? Ich bin da. Schon vorgefahren. Hallo. Dann sind, glaube ich, alle da. Dann geben wir mal Gas. Entschuldigung. So, der nächste Halt ist dann dementsprechend Wien. Für die Leute, die noch mitspielen wollen, wir sind auf EU17. Was? Genau. Ja, Zukunft sind selber. Bezahlt von Onni. AKA das ohne Collision. Also guckt einfach die komplette Serverlist durch, da ist irgendwo EU80, da sind wir auch alle drauf. mit Geldbooster. Das ist Klarsichtfolie. Klarsichtfolie.tv. Irgendjemand hat vergessen zu bremsen, oh, okay. Oh, scheiße, sorry, yep. Jonas. Genau. Ja, Jonas. 6% ich Schaden. Ich bin voll hinten reingefahren. Ey, das geht ja gar nicht, jetzt habe ich voll viel Schaden bekommen. Ja, ich war. Ach stimmt, das ist ja nur Collision, ich hab schon gesagt. Oh scheiße, das gibt ja mit. Der dritte schon, Server. Wie viel Ton habt ihr alle? 6. Also einen Schaden generell haben wir immer. Ich glaube, wir haben alles gleich, ne? Ne, ich hab 22. Genau. Ich hab 20 und ich bin ganz hinten, deswegen zieht ihr mir gerade alle weg. Hier müssen wir hin. Ich hab 22, aber ich hab einen Scanner, ja, also passt schon.
Wie sieht, sieht man die Tonne? Was war da? F6. F6. Ich hab auch 22. Ich hab auch 22. Ja. Also kurz gucken. Ja. Taltmur Gang zurück. Was? Taltmur Gang zurück. Okay. Nicht so ein Zweck, ja. Ja, sieht gut aus. Also ich bin hier immer schnell, aber es sieht müsst ihr? Man muss bedenken. Müsst ihr? Man muss bedenken, wir haben Schwerlast und Tanja hat keine Schwerlast. Ach so, ihr habt Schwerlast? So, ja! Wir haben Schwerlast. Wer hat Schwerlast? Man hat doch nur 22 Tonne. Ja, müsst ihr bei der Auffahrt? Nee, müsst ihr bei der Auffahrt alle stehen bleiben? Schwerlast. Nein. Stimmt, ist gar kein Fahr. Wir wollten zuerst Schwerlast nehmen. Wir sind gerade. Wir sind gerade komplett abgehangen. Hier ist genug Platz. Junge, ich halte mich an die Regeln. Ja. Ja. Ist verboten, bitte bannen. Bannen. Moment, ihr seid uns komplett weggefahren. So weit vorne sind die nicht. So, jetzt muss ich kurz Jonas anklicken. Das sagst du. Und ja, du, ich bin schnell hinter denen. Ich kann offen fahren. Ich bin nicht an Geschwindigkeit begrenzt. Achso, jetzt werde ich nochmal. Olli! Was denn? Ich ramm dich weg. Ich bin gleich in Jonas drin. Wesley ist im Test, oder? Ja. Okay. Gut. Ich bin der vor dir. Franzi, wie schnell ich bin hinter dir. Ja, weiß ich. Hab 85 umgelockt. Und ich fahr gleich auf Tanja drauf. Okay, ich kann auch schneller, kein Problem. Nein! Was du? Schwerlast, verdammt. Haut mich nicht. Was, du hast Schwerlast? Und Scheiß hast du ein Schwerlast. wir uns ich komm wegzieht, nicht über 90. Ey. Ach so. Ja, war extra ein Fahrt. Dani, Haselbärchen. Ja, alles schon hier. Anna? Ja, ich hab jetzt keinen. Nee, Jonas hat gerade okay geleckt. Nein, das war's. Nein. Ja. Nee, das war Jonas. Was ist passiert? Es hat kein anderer bei mir geleckt. Kukus. Dann müssen die anderen ja bei mir auch leckt. Jonas, ehrlich zu. Gehört Sunny Shaggy zu uns? Ja. Ja. Okay, weil die ist gerade sehr, sehr weit abgeschlagen mit uns. Ja, danke. Ich hab's ja nicht vorhin schon gesagt, aber ist okay. Können wir warten? Ja. Die sind 500 Meter entfernt. Ja, aber weißt du, ist auch so weit weg. Hier ist eine Tankstelle gleich, wenn wir ja, da warten. Ja, ich bin der Vorteste. Und der Jerry ist auch noch ganz weit weg. Ja, hier ist eine Tankstelle gleich, wenn wir da warten. 1.000 Euro. Hey, wir wollen ja tanken, ne? Wir fahren jetzt alle auf die Tanke rauf, würde ich sagen. Die ist groß genug. Tanke rauf, genau. Wir stellen uns alle ineinander. Was für Bärchen, weißt du was? Was? Ah, ich komm da glaube ich nicht mehr rein, leise. Ja, ich dich auch. Ah! Was war das denn? Dani, bist du auf einer Bananenschale ausgerutscht? So oder so ähnlich. Ja, so in etwa, das sind beides graugelbe Laster. Der fährt ja einfach durch alle durch. Ich finde, es geht ja gar nicht. Ja, finde ich gut. Hey, haut einfach ab. Finde ich gut. Ja, wir fahren da vorne eh auf die Tankstelle drauf. Olli, ich sehe nichts, wenn du in mir drinnen bist. Ich muss reinziehen. Ich muss einfach rein. Und außerdem ist es wenn andersrum, weil ich bin vorne. Wow, hier seid ihr ja alle. Wow. Hallo. Felix. Oh fuck. Oh scheiße. Sag man nicht. Ja, ja. 24% am Truck und 2 am Trailer. Die Tankstelle wurde automatisch erkannt und wird mit einem Preis von 1,10 Euro pro Liter abgerechnet. Ich bin nicht mal ansatzweise berührt. Da ist noch ein Meter Platz. Du hast 599 Liter getankt und deiner Spedition wurden 651 Euro in Rechnung gestellt. Ja, war mir schon klar. So. Ja, ich bin da, die. Mono Fehlfunktion. Ein paar Sekunden. Außer die Leute, die schon halten und schon davor fahren. Warum friert mir immer das Bild weg? Kann ich wahr, ich geh nur mit Jackie drüben. Hi. Hey, Haselbärchen, stehen bleiben. Wo? Wie sie alle da, wie sie schon alle vorfahren. Ihr könnt es kaum erwarten. Mit 3 km/h weiter halt. Komm, Franzi, 3 km/h anmachen. Das geht nicht. Schmieren. Ey! Irgendwas ist in mir Sonnen. Oh nein, ich bin auf 4 km/h. Ich bin auf 3. Ich war jetzt 3 km/h, ich wüsste nicht, wo ihr wollt. Nee, warte, das kannst gar nicht du sein, weil du bist nicht weiß. Könnt ihr ja schon wieder. Fahr vor, Wesley, ich fahre 3 km/h.
Hier ist Geschwindigkeit. Ihr haltet euch gar nicht in die Geschwindigkeit begrenzt von 3 km/h. Natürlich halten wir uns dran. Hm? Ich merke, wie ihr mir wegzieht und ich fahr 30. Ja, 30 km/h. Ja, willkommen im Club. Also ich fahr 60. Ich fahr 4. Das halte ich jetzt. Wie das aussieht. Das ist ein Bild für die Götter. Boah, hier ist hier noch irgendwo eine Lücke frei. Ich wollte mich jetzt hier bloß einordnen, wie das. Juman fährt schon raus. Ja, ich dachte, Anna fährt jetzt vor, ich dachte, wir fahren wieder weiter. Nein. Tanja ist noch nicht da. Doch, ich bin die Spielstraße. Siehst du? Hey. Nein, Tanja, du musst als erstes fahren. Ich schleifen wir. Ich will aber nicht hier vorne fahren. Warte, wissen wir gar nicht, wo wir hin müssen. Ach doch, geradeaus zu, wir fahren direkt auf ihn zu. Passt doch. Also, ich muss ganz als letztes fahren, oder? Nur wie das aussieht, ey. Einfach geradeaus fahren und fährst in nach Wien rein. Okay. Wie das aussieht hier, ey. Und es leckt wieder. Ja, du leckst gerade vor mir wieder. Du springst gerade nach vorne. Nicht nur bei dir. Bei mir auch. Oh, meine Fehlfunktion. Richtig geil. Jetzt stehst du. Was ein Promi-Rennen, ey. Was ein Promi-Rennen. Elefantenrennen. Olli. Ach, du bist es neben mir? Mach mal die Augen auf in deinem Führerhaus. Nee, wer ist denn das neben mir? Ich kann gerade nicht kuscheln. Wer ist denn das gerade in mir? Weiß ich nicht. Ich bin's nicht, bin hinter euch. Franzi? Ich bin vor dir. Oder vor Du bist in mir. Ja, ey, ich muss vorfahren. Nett, Olli. Oh, Olli ist neben mir. Er hat jetzt schon Angst. Er will kuscheln, okay. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass man auf dem No-Collision-Server. Anna, kuscheln tut man nur auf Collision-Servern. Jo, Mann, ich komme! Das wird aber dann zu teuer. Moin, kannst du gerne machen. Du machst es ja dann richtig gerne. Geh doch nicht rein einfach. Hab ich nicht gemacht. Du wolltest jetzt rechts überholen, das geht ja gar nicht. Ich fahr links. Ich muss jetzt rein. Vorsicht, du rammst mich fast. Ist das die Firma hier? Ne, okay. Oh, da ist ein deutscher Flagge dran, gut. Ja, da muss ich gleich hin. Hier vorne, ja? Ja, hier rechts. Ach, da muss ich noch nicht mal rein. So einen Bogen machen hier. Ja, dann warten wir hier direkt, würde ich sagen, oder? Ja, okay. Was machen wir? Müsst du anhalten. Was, anhalten? Au! Ich schon mal absperren, so. Dass da keiner... Also ich muss sagen, Wesley hält sich schon mal nicht an den Regeln. Warum? Zum Thema, wir fahren durch keine Fahrzeuge durch. Bin auch das nicht. Ist gar nicht wahr. Zum fünften Mal? Du bist durch mich durch. Und durch mich bist du, Wesley. Nein, gar nicht wahr, du bist durch Die 65 mich. Ist gerade hart am Laggen. Und da war sie weg. Ja, weg war sie. Tschüss, Anna. Aber Anna. 65. Anna. Anna geflogen. User in your channel, timed out. Ah, da war das Internet weg. Die Arme. Wieso stehen wir eigentlich auf einer Straße, wenn da vorne eine Garage channel. Ist? Hallo. Anna, ich glaube, du bist geflogen. Ja, ich glaube auch. Hey, Olli? Ja. Baby. Das kann möglich sein. Wenn man am Straßenrand steht, was macht man dann an? Hab ich an. Du Schlingel. Ich weiß ja nicht mehr, wo meine Warnblinker sind. Jetzt? Bratislava. Was? Ja, Bratislava. Ich bin gleich in Wien. Da vorne ist das Schild. Ich bin schon in Wien. Mit 3 km/h rein, komm. Alter, rast doch nicht so. Ich muss erstmal Jerry runterschrauben, das ist extrem laut. Okay. Wo ist er denn? Wo ist denn der Jerry? Bei mir ist er nicht laut. Schreib mich einfach auf minus 20 Dezibel. Wie jeder so ganz, ganz langsam rollt. User was moved to your channel. Mahlzeit. Oh Gott. Okay. Der erste Satz, den man hört, oh Gott. Ja, ist so laut. Achso. Olli, kannst du da vorfahren noch? Das ist vielleicht sowieso besser. Ja, ich muss erstmal kurz. Muss ich checken? Du bist noch nicht leise genug. Ich hab dich schon auf minus, weiß ich was. Was haben ihr? Bei mir ist er gar nicht laut. Das halt ich mir halt so. Komm, check. Jetzt ist er leise. So. Jetzt? Also ich hab mich leiser gemacht. Ey Franzi, fahr doch nicht so schnell. Oh Scheiße. Du hängst uns hier ab. Stopp. Da war eine Wand.
fahr irgendwie automatisch 5 km/h. Ich kann da nicht abbremsen. Es gibt eine S-Taste. Jetzt fahr ich auch, jetzt bin ich. Ne, ich fahr automatisch 3. Ich komm nicht unter die 3 und ich komm nicht. Ey. Ich überhol nur mit 4. Du bist so. Hallo. Bisschen ausbremsen oder was? Schneller, hier ist ja. Ich dachte, er wollte mich ausbremsen. Kann ich schon mal vorfahren, reparieren? Ja, ihr könnt weiter, von mir aus. Wir können weiter. Okay. Gas geben. Oder soll ich dann in Bratislava reparieren? Mhm. Ja, hier schon. Wir hatten da die ganze Zeit Fernlicht an. Das bin ich dir gerade angemacht. Du hast es immer noch an, oder? Hier ist grün, Franzi, ne? Dankeschön. Ja, ich weiß. An. Aus, weiter? Das an, blendet mich aus. Total. An. Aus. Ach, wenigstens verursacht es keine Lags mehr. Ach Mann, ich muss unbedingt diese Kosten ausmachen. Ich hab grad Strafe an, bekommen, weil ich eine rote Ampel. Aus. Alter, kannst du aufhören? An, aus. Wieso ist keine Kollision an? Ich würde jetzt so gerne mal E drücken. Nicht nur so. Dann weiß ich auch, ja. Das sind 2 Spuren. Ja, ich würde auf der Mitte fahren. Ja, dann nehme ich den Bürgersteig. Anna, kommst du nicht mal online? Doch, aber es dauert, deswegen fahre ich schon mal vor, weil ihr wahrscheinlich langsamer seid. Boom, und komm dann nach. Also, das dann, was dauert sonst wieder so lange? Jetzt müsst ihr warten. Das Elefantenrennen nimmt an. Komm, jetzt hol ich dich. Jetzt. Hm? Musst du hier nicht links hoch? Hast du einen Frachtmarkt? Du hast einen Frachtmarkt, oder? Ich muss hier hoch. Ja. Viel Spaß. Tschüss. Leute, der schickt mich erster. Da unten rum. Ich muss hier hochfahren. Ofen, ja, was ist los? Du musst gerade ausfahren. Ich auch. Oh. Wohin fahrt ihr? Bratislava. Wie viele Kilometer habt ihr noch? Schatz. Ursprünglich hatte ich mal 50. Mittlerweile bin ich mit 80. Ohne mich das Spiel. Nach Bratislava. Franzi, wie sagst du Carlo geschrieben? Ja, nee, Budapest, oder? Weil Charlotte da war. Charlotte war? Ach, Budapest. Da oben. Budapest. Carlo meinst du? Budapest. Hi Charlotte, ich hab dich gar nicht gelesen. Du hast mich auch nicht gelesen. Ja, kann doch, hab ich aber überlesen, weil du ja da bist. Und du hast ja irgendwas geschickt. Ich dachte, nee, du fahrst nach Bratislava, Franzi. Ja... Da gab's wohl eine Verwechslung. Was denn? Als wurde allen gesagt, dass wir nach Bratislava müssen, wir müssen auch nach Budapest. Ne, Bratislava? Nein, wir müssen nach Budapest. Guck mal, F6. Da, ja. Danke! Was? Aber über Bratislava, das war vorhin, wo wir zu Tanja gesagt haben, entweder nach Wien oder nach Bratislava. Toll, wir fahren aber gerade nicht durch Bratislava. Oh, musst du vor der Lal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 a. Ich hatte ursprünglich mal noch 40 Kilometer. Ich bin mittlerweile wieder bei 170, ne? Ich hab mich schon gewundert, hä, wieso. Ich hab nämlich noch 20 Kilometer, hab ich so gedacht, hä? Ja, super, so. Budapest hab ich nicht. Oh. Charlotte, mein PC ist gerade abgestürzt. Komm doch ins TS, lad's dir endlich mal runter. So. Egal, ihr fahrt ja über Bratislava, ne? Das war schon vorbei, glaube ich. Ja, ich fahre jetzt erstmal nach Bratislava, weil mein Schlag geht nämlich dahin. 20, zieh mal vorbei. Muss jemand tanken? Lass mal knacken. Ich bin, wenn ich in Bratislava bin, erstmal essen. Jetzt bin ich dann später wieder da. Okay. Guten Hunger. Guten Hunger. Ja, gleich. Eigentlich wollten wir heute einen sehr kurzen Stream machen, das heißt von Linz nach Graz. Das hat sich ja gelohnt. Zack, Dani ist noch da. Wie viele Kilometer habt ihr noch? 216. Ich bin dann mal weg. Ciao. Ja, ich bin später nochmal da. User disconnected from your channel.
Ich habe jetzt noch 80. Also etwa 200. Charlotte, ich habe immer noch kein TS, das sag ich da. Kurz runterladen und dann hast du es. Auch wenn du kein TS magst. Ich habe das jetzt in der letzten Zeit schon zum zweiten Mal installiert. Oh. Ich habe es immer noch nicht geupdatet. TeamSpeak? Mhm. Ja, irgendwann wirst du nicht mal aufs TS raufkommen, dann denke ich mal, solltest du es spätestens dann updaten. Ja, ja, aber weißt du, wie lange das geht? Nicht lang. Doch. Den Patch jetzt habe ich sofort gemacht, den anderen habe ich glaube ein Dreivierteljahr vor mich hergeschoben. Ich bin immer noch auf jeden TeamSpeak Server draufgekommen. Okay, ah, auf unseren dürftest du nicht mehr raufgekommen sein. User in your channel was kicked from the server. Ich bin ja auch erst seit... Hä? Inaktiv. Wer ist Leer. Die war irgendwie anscheinend inaktiv. Keine Ahnung, wer. Finn, bist du noch da? Nee, der ist raus. Ach, hat Finn eine halbe Stunde lang nicht geredet? Wahrscheinlich, weil er ja Push-to-Talk macht. So. Das ist immer das Blöde, wenn man dann vergisst, wo erstmal Push-to-Talk hat, die ganze Zeit redet und dann ja. Ja. Das ist mir vorhin passiert, wie ich auf K gegangen bin. Ich hab doch mein Mikrofon gemutet, kam wieder, hab die ganze Zeit mit euch geredet und hab vergessen, wieder mein Mikrofon anzuschalten. Das kenne ich. Ja, das kenn ich auch. Mich auch voll das Schlimme ist, das Problem habe ich erst, seitdem ich das neue Headset habe. Weil da schalte ich mich auf dem Headset ab. Und teilweise auch auf dem TeamSpeak, warum auch immer. Und auf dem TeamSpeak tue ich mich dann wieder entmuten und rede dann. Und stelle irgendwann später fest, ich habe mein Headset auf dem Stumm. Kenn ich. Nein! Oh. Headblocker. Autsch, ne? Ich hab 6% Schade. Okay, ne? Ich schaff es nicht mal auf Niveau 4 schadenfrei zu fahren, wa? Ich hab 0%. Fahren auf Server 4. Ich kann mit niemandem zusammen crashen, aber trotzdem packe ich Schade zu bringen. Schafft man? Ich hab auch schon 1%. Aber 1% ist, glaube ich, ganz normal am Tag. Ein paar, aber ja, aber weil ich schon 13% hatte, ist es schon gut. Reifenabnutzung oder, keine Ahnung, generell Abnutzung des Fahrzeugs. Anna schreibt Hunger. Ist was, hilft meistens. Wir stellen. Also ich mach mir gerade eine Kilo Lasagne. Oh, ich mag auch Lasagne. Kannst du uns was abgeben? Immer diese Schnorrer, ey. Kostet nur 2,50, was habt ihr denn? Bekomm ich was? Wovon? Lasagne. Ding futter ich alleine weg. Das Ding ist ja, ich müsste dann theoretisch aufstehen, Tiefkühltruhe Fleisch rausholen, eine Pfanne auf dem Herd stellen, Öl rein, Fleisch rein und noch irgendwas dazu machen. Und am ersten scheitert es, oder? Am nee, ersten wobei Punkt. Kartoffelpüree dann keine gute Idee wäre, das habe ich nämlich schon mal verkackt. Also ich meine, am ersten Punkt aufstehen, da scheitert es. Online irgendwas bestellen. Ja, doch, das. Ja. Genau, man kann auch den Wir haben eine ziemlich coole Pizzeria, die machen wie so Eiswürfel, da machen sie Pizza rein. Also wirklich diese Eiswürfelform. Aber da ist halt, Pizza drin quasi, ne? Saugeil. Häppchen. So, wohin fahrt ihr jetzt gerade? Budapest? Ja. Olli? Ja? Kommst morgen nach Linz, da ist Eisdisco. Würde ich Montag oder Dienstag nicht arbeiten müssen, hatte ich sogar noch Ja gesagt. Weil bis nach Linz wäre ich in einer Stunde, eineinhalb Stunden da. Mist. Von wo kommst denn du? Zeug oder was? Hm? Was? Ja, nochmal, ich hab's nicht verstanden. Mit der Bahn brauch ich ein bisschen länger. Ja, ein bisschen. Ich hab schon geguckt. Er hat immer noch nicht verstanden. Etwa 7 Stunden. Er hat immer noch nicht verstanden, wo du herkommst, Olli. Oranienburg bei Berlin. Ja. Du kannst nur bis nach Basel fliegen, Olli. Bin ich schon sehr oft, weil meine Mutter in der Nähe von Freiburg eigentlich doch noch ein Stückchen, aber auf jeden Fall dahin. Wo wohnt sie? Zwischen Mannheim und Karlsruhe. Ah, das ist da hinten in die Richtung. Bei Mannheim? Was? Also,
von Freiburg bist du gut nochmal 4 Stunden unterwegs nach Mannheim, das ist dir bewusst, ne? Mit dem Fernbus bin ich damals 2,5 Stunden gefahren, glaube ich. Von Freiburg? Von Freiburg, ja. Jetzt? Ja. Dann überschätze ich die Strecke gerade extrem. Wie viele Kilometer habt ihr noch? 80 Kilometer habe ich noch. Kannst du deine Karte setzen? Schätzelein, wo bist du? Was ist denn das für ein, was ist denn das für ein Add-on? Was für ein Add-on denn? Achso, Going East. Doch, Going East könnte es sein, ja. Was? Budapest ist Going East, ja? Going East ist Ungarn mit drinne, ist Polen mit drinne. Ja, das war's. Ungarn, Polen, ist, gibt es eigentlich noch irgendwelche? Die ist der Ostblock halt. Deswegen heißt der Going East. Oh, ach so, wusste ich noch gar nicht. Ja, irgendwie verpasse ich liebend gerne Abfahrten. Oder die zweite. Wieso ist da gerade ein Baum durch die Autobahnbrücke durch gewesen? Ich habe mal nachgeguckt, ja, von Freiburg bis zu meiner Mutter sind es 168 Kilometer. Das geht ja echt noch. Du bist in einer Stunde. Ja, Auto ja, gut, eine Stunde 38, ja. 2,5 Stunden mit dem Fernbus. Ja, eine Stunde 38, wenn du brav 120 fährst, ja. Olli? Das ist prinzipiell mit 120 gerechnet, aber zwischen Freiburg und Mannheim hast du, glaub, 70% der Strecke 3- oder 4-spurig plus offen. Hm. Also, da könnte ich in meinem Fall locker mit 240 bis 280 durchdüsen. Das heißt, ich bräuchte von Freiburg aus für die Strecke vielleicht mit so kommt eine Dreiviertelstunde, wenn ich in Anführungszeichen noch gemütlich fahre. Franzi? Wenn sie von Freiburg nach Mannheim wohnen, hat sie, dann wohnt sie eigentlich theoretisch in der Nähe von meinen Eltern. Wirklich dann. Ich kenne also, deine Mama. Von Karlsruhe brauche ich mit der S-Bahn eine Dreiviertelstunde und eine Stunde von Mannheim. Mit der S-Bahn. Oh, was? Franzi, du verwirrst mich. So. Ich bin auch auf die andere Spur gefahren. Ich packe es meistens nicht, gleich da rumzuwenden, deswegen fahre ich kurz auf die andere Spur. Ich kann euch nicht mehr hören. Ja, du bist geflogen, weil du inaktiv warst. Du hast nicht mit uns geredet. Wenn du wieder da bist, können wir dich gerne ziehen. Bei welcher Firma müsst ihr abgeben, Franzi? Ja, was ist? Bei welcher Firma ihr abgeben müsst? Keine Ahnung, sehe ich nicht. F6 drücken, dann siehst du es. Geradeaus. Great aus. Danke. Ja, erledigt, hab's schon. Gebt ihr eh alle die gleiche Fracht dran. Passt. Zu 80%. 70. Ja, aber findest du auch nicht mehr irgendwo, dass man die ziehen könnte? Wenn er gekickt wird und im Fahrer ist, denke ich nicht, dass er gleichzeitig ein Teamspeak hören kann. Ja, dann könnte das ja nebenbei. Da hat er sicherlich 20 Bildschirme. Nein! Oh, es ist schlimm, nur mit einem Bildschirm zu spielen. Vor allem, wenn man 3 gewöhnt ist. Boah, wenn er gewöhnt ist, so leid, Jonas. Ja. Aber ich kaufe mir demnächst noch welche. Achso, Franzi, du hast doch kann gesagt, ich wenn ich eine VR-Brille hab, dann willst du auch mal kommen zu mir, ne? Ja, wenn ich bei Olli bin, komm ich dich besuchen. Ja. Gut, ich hol mir nämlich demnächst eine. Der Unterschied, worauf Jonas spart, worauf ich spare. Worauf sparst du? Achso, ja, okay, bei dir weiß ich glaube ich. Auf ein neues Puppenhaus? Genau. Nee. Darauf spare ich schon. Oh. Ich nehme dich gerade wirklich vor, so zu gucken. Oh. Nein, ich stelle mir es nicht vor. Warum denn nicht? Oh, weiß ich auch nicht. Eine falsche Flugverschlechterung. Das machst du super, Olli. Oh. Das macht Olli super. Da einparken. Ach, das hätte ich noch nicht angucken müssen. Schade, dass das ZDS zu ist.
Wenn er noch schräger fahren würde, würde er zwar den Turm von Pisa Konkurrenz machen, aber... Oh, ich komme auch nicht rein. Auch schief parken muss gekonnt sein. Olli, das machst du gut. Ich bin dann erstmal weg und esse was. Los, Olli, Versuch Nummer 2. Ich glaube, die zweite. User left your channel. Ja, das kann ich. Hasi, was genau machst du da? Nein, das ist der Butler von... Das sieht von hier sehr interessant aus, Dani. Mhm. So, hi... GTD-Film. GTD, was heißt das denn? Ja, was heißt das wohl? Ich weiß es nicht. Hab's auch vergessen. Germanen. ich kann da überlegen. Kraken. Deutschland. Ja? Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. könnte sein, ja? Theoretisch könnte das sein. Immer die Leute, die alle zerstören müssen. Ich zerstöre vieles. Weil ich bräuchte jetzt 10 Stunden, also. Ingame, bis ich bei euch wäre. Hast du keine Garage in Bratislava? Nee, hab ich noch nicht gehabt. Dann hin teleportieren lassen, würde ich sagen. Aber wie? Singleplayer und dann über die Konsole teleportieren. Das denn? So, andere Frage, wo stehst denn du gerade? München. München? Hm? Ich gehe auch mal hier Hast du eine Garage? Später vielleicht. Debrecen? München ist das nächste, was ich hab. München ist das nächste, was ich hab. Olli? Ja. Achso, du wolltest ja nach Dingshof fahren, ne? Ich weiß nicht, wo wir jetzt hinfahren. Das sehen wir dann. Weil, wenn er in München steht, dann hätte man jetzt sagen können, dass man guckt, dass wir halt nochmal nach Salzburg, Graz, Wien oder Linz, so die Ecke dahin fahren nochmal, dann könnte man sich in der Mitte treffen. Er von München herkommt und wir von Budapest herkommt. Weil näher wie München kommt er nicht an uns ran. Das war jetzt der Gedanke. Letzten Endes hast du das letzte Wort, du bist der Chef. Erstmal gucken, was die ganzen Leute hier haben, die jetzt hier sind. Dann sehen wir ja User disconnected from your channel. Externe Aufträge, ne? Fahren wir hart schließend. Ja, mal gucken schon mal. Gucken wir doch mal. Also ich würde ja jetzt sagen, dass wir jetzt eine ganz, ganz lange Tour fahren. So als letzte Tour, die dann auch wirklich 1,5 Stunden geht oder so. Eine ganz, ganz lange? Das wäre für mich nach Italien mit Metall... Metallspule. Ja gut, ich hätte Chlor nach Grimsby hoch nach England. Warte mal. 2000... Oh gut, das sind 120 Kilometer weniger, aber ich krieg fast das Doppelte. Was kann ich denn? Wartmark sperren? Ja, nach Grimsby gibt's mehr. Nach Grimsby? Achso, auch nach Palermo Grimsby? Oder Grimsby oder. Felixstowe. Was haben wir noch? Catania. Rom. Nantes. Avernus. Oh, oder? Weißt du, was auch nice wäre? So eine Planierraupe. Ich habe auf der zweiten Seite eine Planierraupe nach Jönköping hoch. Schwertransport. Hab ich auch, aber Schwertransport haben wieder einige Leute nicht. Finn ist wieder da, MPS. Gut, dann ist er gleich da. Also, okay. Wohin? Warte mal. Wohin? Von wo nach wo jetzt? Ja, das wissen wir noch, das überlegen wir noch. Olli, vergiss nicht, es ist nicht jeder vom Level her so hoch und komplett ausgebaut wie wir, ne? Meine ich. User was moved to your channel. Ja, das stimmt auch. Weil wir haben einige dabei, die haben noch nicht alles voll gelevelt oder sind vom Level her gar nicht so weit, dass die so Touren wie wir haben fahren können. Hm. Gerade diese Chlor-Geschichte nach Grimsby, da brauchst du glaube ich 4 Sachen auf Maximum, dass du sowas überhaupt kriegst. Wie wär's runter nach Napoli oder Rom oder... Bastian, runter an den Zipfel von... So. Wer hat von uns denn das niedrigste Level? Von allen hier. Ich nicht. Keine Ahnung. Also, mich müsst ihr gar nicht angucken damit. Ich bin Level 3000 irgendwas. Also,
Einen Raid wird es leider nicht mehr geben von Kai aus, weil er. Was? Weil es leider hier bei YouTube nicht verstehen, was ein Raid ist. Ja, habe ich auch schon gehört. Nur sparsame Fahrweise habe ich nicht. Kurz auf, ja. Nur sparsame Fahrweise habe ich nicht. Ansonsten alles. Da wir fährt noch schon Spaß. So. Tanja, was hast du denn so? Ich würde mich ganz gerne ausklinken. Hab eigentlich nur gewartet, dass ich kurz dazwischen komme, so. Weil mir in dieser kurzen Tour jetzt dreimal der PC abgespielt ist und ja, das macht keinen Sinn. Verständlich. Schade eigentlich. Macht mir ja Spaß, aber. Du brauchst einen neuen PC. Finn, dann kann ich nicht hören. Finn hat gerade gefragt, ob wir ihn hören können. Mal rüber zu Finn, ich guck mal. Okay. Wieder da! Ja, wo fahren wir jetzt hin? Ja, das ist die Frage. Wir sollten halt wissen, wer das niedrigste Level hat, weil dementsprechend können wir. Wahrscheinlich ich hab 22. Auch, eben. Ja, dementsprechend gut, können wir gucken. Genau. Was? Und Dani, geh mal auf externe Aufträge. Und sag, was du ganz oben hast. Da fahren wir hin. Genau. Aber sortiert nach muss Preis mit Pfeil nach unten stehen, ne? Genau. Oder Streckenlänge mit Pfeil nach unten. Warte mal, ja, wenn ich. Streckenlänge habe ich nach unten. Ja, ja. Passt. Ja, dann gut. Gehen wir auf Streckenlänge. Palermo. Palermo, Metallspule. Ja. Perfekt. Ja, also. Dann nehmen wir die. Warte mal, wo Palermo? Das ist das, wo du meintest, ganz unten im Stiefel. Kann ich annehmen, oder? Aber nach Italien runter haben wir sicherlich alle umfasst, weil da haben wir ja sehr viele Orte dorthin. Palermo, warte mal. Du bist auf externe Aufträge, oder? Wo ist Palermo? Da ist Palermo. Ja, ich will nach Palermo hier nach. Ich glaube, ich fliege gleich aus dem Spiel raus. Der jetzt mal was anderes. Der Auftrag ist nicht mehr da, ne? Ja, bei mir ist er noch da, deswegen. Ja, weil aktualisier mal, weil dann ist er bei dir auch nämlich nicht mehr da. Ja, jetzt ist er weg. Ja, richtig. Gut, hat sich erledigt. Aber Catania wäre noch eine Option. Catania, ja, mit dem Catania, Öl, ne? Catania, ja, hab ich auch, ne? Ach, Öl, genau. Öl, Catania. Habt ihr es? Ja. Ich such's gerade bei mir noch. Bist du auf externe Aufträge? Weil du müsstest gleich auf der ersten Seite ganz oben sein. Richtig. Du musst dann einfach oben bei sortiert nach Streckenlänge reinmachen mit Pfeil nach unten davor. Und dann hast du es ganz oben stehen eigentlich. Aber bei mir ist das das zweitoberste. Ich glaube ganz oben habe ich dann ja. Olli, ja. Wenn das Mikro durchgestrichen ist bei Finn, was kann das dann sein? Dass sein Mikrofon aus ist. Er muss TS nochmal neu starten. Okay, genau. Ich wähle ihn nochmal neu ein. Okay. Catania, oder? Ja. Jo. Nehmen wir's? Jo. Dann nehmen wir's einfach mal. Okay. User disconnected. Nein, Jack, du bist jetzt du nicht. Jetzt wollte ich dich nicht da oben. Bei Richtung Italien haben wir ja auch sehr viele Sachen eigentlich. Oh, F7 Enter. Muss ich hier noch reparieren. Ich habe 3% auf der Zugmaschine. Scheiß Verschleiß. Das einzigste Nachteil daran, wenn man offen fährt, ohne Geschwindigkeitsbegrenzer. Dein LKW kriegt Schaden ohne Ende. Ach, Tanja steht aber auch noch hier. Sehe ich gerade. Ja, die ist ja schnell bei Finn. Sie ist noch nicht ausgetimt, sie fährt jetzt nicht mehr mit, hat sie ja gesagt. Nein. Hat sie? Ja. Sie hat gesagt, mit dem Wesley hält sie nicht noch eine Tour aus. Ja, das ist verständlich. Nee, ich kann es verstehen, wenn sie zwei, dreimal jetzt hier bei der einen kurzen Tour schon rausgeflogen ist, ja. Warte mal, so schlimm bin ich auch nicht, du Sack. Ach, hast du jetzt das gescheckt, ja? Ja. Das Wetter ist wirklich angekommen. Pass auf, was das jetzt ist. Sommer bin ich in Berlin. Da bin ich aber nicht in Berlin. Ich finde dich. Eventuell bin ich im Sommer in Australien. Obwohl es da Winter ist, aber
Wie lange? Aber bestimmt keine anderthalb Monate. Nee. Ja, siehst du? 2 Wochen. Wann? Ist doch nichts geplant. Das können wir erst nächsten Monat planen. Achso. Also dann sag mir mal, wann das ungefähr ist, dann kann ich nämlich gucken, wann User ich oben bin. Ich kann da leider weißt, nicht. User was moved to your channel. Dann weiß ich, wann ich wohin kommen muss und mich an dir zu rächen. Ja, du rächst dich doch jedes Mal schon an mir in Minecraft. Häng einfach dran, du musst nett zu mir sein, sonst mache ich den Klassikfolien-Schriftzug nicht fertig. Ach stimmt, da war ja was. Ach, warte mal, stopp. Hallo! Mach das, bin ich von Dani ein paar Zimmer. User in your channel timed out. Ja, was kriegst du bitte? Nix, nix, alles super. Ja, den Schriftzug musst du fertig machen. Mhm. Du bist also nett zu mir. Ich fahr ganz sicher nicht vor, ich fahr. Ich bin schon fast hin. Oh, ich hab eine Nachricht bekommen. Klar sieht vor, ihr ist jetzt live. Seid ihr da? Also, ich bin noch da. Ja. Finn ist auch da. Sehe ich gerade. Supi. Wer ist denn eben gerade eigentlich geflogen? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Naja. Ja, nein. Franzi ist geflogen. So, wollen wir losfahren? Der Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Oh, Joy Tanya ist gerade gekickt worden. So, das ist unsere letzte Tour und ich kann ja mal ganz kurz zeigen, wo wir überhaupt hinfahren. So, wir fahren los in Budapest. Fahren. Dann an Graz vorbei. Dann, über Skandinavien. Dann an Klagenfurt. Obwohl ich weiß, es heißt nicht Klagenfurt, es heißt eigentlich, ich hab's jetzt vergessen. Aber Klagenfurt. So, dann geht's weiter nach Venezia. Hm. Dann nach Bolognese. In Bolognese werde ich mir dann die Garage noch holen, glaube ich, kurz. Weil die habe ich noch gar nicht. So, dann geht's von Bolognese weiter nach Ancona. Habe ich auch die Garage noch nicht. Also, ich würde einfach sagen, wir klappern einfach jede italienische Stadt ab, ja, in der wir vorbeifahren. Alle, wirklich, weil ich habe in allen Städten, wo wir vorbeifahren, habe ich die Garage noch nicht. Ich gucke jetzt gerade mal schnell, witzigerweise, warte mal. Weil mir fehlen nämlich auch noch ein paar. Mir fehlen alle, ist das geil. Kartenansicht. Wo fahren wir durch? Wir fahren an Venezia durch. Okay, da habe ich die Bologna, fehlt mir noch, gut. Wo fahren wir noch durch? Also, wie gesagt, wir fahren Venezia, genau. Dann kommt Bologna. Hab ich Dann Ancona fehlt mir. Ja, fehlt mir auch. Dann Pescara fehlt mir, oder? Genau. Dann Bari fehlt mir. Bari, warte mal, Bari hab ich. Taranto fehlt mir. Taranto fahren wir vorbei, das liegt am Ort abseits. Nee, du darfst Taranto nicht mit dem anderen Ort, mit Torinto oder Torino verwechseln. Ja, ist mir schon bewusst, aber wir fahren an Taranto nicht mal ansatzweise vorbei. Bei mir laut Dingskarte ja. Und dann kommen wir an Dings, an Gattanzaro oder so. Dann kommen wir in Villa San Giovanni an und ich habe nirgendwo die Werkstatt. Also drei von den Dingern, die du aufgezählt hast, habe ich sie. Ja, ich fahre überall ran. Wollen wir los? Ja. Sind wir alle da? Ist Finn da? Finn? Warte, ich komme erstmal zu euch vorgefahren. Warte mal, wo standet ihr denn jetzt alle? Da, wo wir es abgeholt haben. Also da stehe ja, ich und Sunny zumindest. Ich habe F7 Enter gemacht, deswegen. Wie heißt die Firma? CNP. Carpo, oder? Ah, NBFC heißt es, nicht CNP. Ach ja, nach CNP bringen wir die. Ja, schon gut. Also, wo geht die jetzt hin? Nach ganz unten Italien. Nach Catania. Ach, weißt du, was mir gerade auffällt? Ich habe den Namen der Firma, für die wir fahren, doch fett hinten auf dem Hänger stehen. ja. Oder Arconia, was meinst du jetzt? Catania. Ziemlich weit unten in Italien. Also ich stehe an der Kreuzung, an der ihr gleich ankommt. Okay. Dann trinke ich vorher noch eins. Ah, Catania habe ich jetzt auch hier 2000 Kilometer. Ja, die letzte Tour und längste Tour wahrscheinlich heute.
Aber ich hab hier auf jeden Fall keinen gefahren. Aber wie gesagt, wir fahren überall eigentlich lang fast, ja? Wir fahren quer durch die Bolognese, Ancona fahren wir, Pescara fahren wir, Bari fahren wir, Taranto fahren wir. Aber ich hab Frachtmark, kein externe. User left your channel. Dann nimm Frachtmark. Du musst halt ein bisschen dich reduzieren. Von der Geschwindigkeit her. So. Franzi ist wieder da. Nein. Doch, das schon. Aus irgendwelchen Gründen habe ich jetzt kein Force-Feedback mehr. Ach, braucht man doch nicht. Hi, Robin. Tag, wie geht's dir? Ganz gut, wie geht's dir? So. Wieso bist du eigentlich zu allen so freundlich, nur zu mir nicht? Ich bin zu allen freundlich. Ich bin immer freundlich. Echt? Manchmal. Reden wir von demselben Olli? Ich denke schon. So. Finn holt sein Fahrzeug ab, glaube ich. Seine Fracht. Ja. Ja gut, dann können wir doch so langsam, wa? Finn kann ja eh schneller fahren. Der Schummler. Ich fahr schon mal langsam raus, wa? So, Leute, ich fahre 700 Kilometer weniger, bekomme aber mehr für den Auftrag. Manchmal ist es so, kommt halt drauf an, was man transportiert. Und wie geldgeil man ist. Robin geht's sehr gut, perfekt. Bin du auch? Was ist? Nix. Ist schon okay. Okay. Oh, da ist ein Dachfahrer. Fühlst dich jetzt nicht mehr so allein, ja? Ja. So, sind wir noch alle nah aneinander? Ja, sieht doch gut aus, wa? Also dieser Workshop-Mod ist schon toll, ne? Noch nie so wirklich genutzt. Was? Ich habe so einen tollen Workshop-Mod, wo der DAF 1200 PS hat. Das zieht ja auch an den Berg hier an, wie sonst was. Das ist ja Schummeln. Wieso ist das Schummeln? So. Den gibt's aber wirklich nur für den DAF, den Mod. Weil es auch nur DAF-LKWs gibt mit so viel PS. Ich penne mich mal erstmal auf 75 ein, bis alle da sind, wa? Fühl dich frei. Was wackelt denn? Ach, ich habe einen Totenkopf im Fahrzeug. Du auch? Ich auch. Ich habe einen Rocket League Ball. Den hatte ich bei dem alten immer. Gar nicht wahr, ich habe so einen chromen Totenkopf. Und ich habe mein iPhone da so liegen. Und ja, okay. Mein Laptop, MacBook wahrscheinlich. Und nicht zu vergessen, im DAF einen schönen Scania-Geldbeutel. Ja, gut. Und ich habe noch meinen Rucksack bei, weil ich nachher noch Sport machen gehe. So. Michelle und Karin, Hallöchen. Ja, warum nicht? Ich dachte, ihr fahrt 75. Ja, ich fahr 75, 76. Ja, ja, hau doch einfach ab. Wir fahren ganz langsam, dass du gut rankommst. Und du kommst auch ganz gut ran, so wie es aussieht. Ja. Ja, ja, ich bin weit hinter West, aber ist okay, ja. Ja, aber du kommst immer dichter, du kommst immer in 10 Metern Schritten, kommst du dichter ran. Mhm. Und ich fahre so lange 75, bis du wieder User ganz hinter uns bist. Wer ist jetzt geflogen? Ich nicht. Einer ist geflogen. Genau. Michelle und Karin, wie geht's dir eigentlich? Bist du Michelle oder bist du Karin oder bist du beides? Sorry, mein Chatbot ist ausgegangen. Warum auch immer. Schnuffi, wo bist du? Ich komme. Hallo, geil, ich bin die einzige Frau, die mit euch mitfährt, also bitte. Hm? Bist du gar nicht. Ach, wer fährt denn noch? Neben mir sitzen noch Tanja und Anna. Ja, du mich auch.
Michelle und Karin, kennst du Star Stable Online? Das spielen wir sehr oft. Also natürlich kenne ich das. Das nächste Mal spielen wir es übrigens am Sonntag. Lena Waterway, hi Olli und alle zusammen. Hi Lena. Hi. Lena, du warst auch schon lange nicht mehr da. Wann kommst du mal wieder ins Stairs? Ups. So. Also wir waren vorhin schon ein paar Leute mehr, ne? Mhm. Ja, wer fehlt denn jetzt alles? Franzi fehlt, Anna fehlt, Tanja fehlt. Anna? Tanja? Das war's schon? Nee, das war, Jonas fehlt. Du, ich könnte kurz eine Nachricht schreiben an ein paar Leute und dann sind wir nochmal 10, 15 Leute mehr. Oh Gott, nein, bitte nein. Lohnt sich nicht so wirklich. Für die paar Kilometer noch. Nee, wir haben es zu voll. Reicht schon, wenn jetzt irgendwann der Konvoi kommt, was du mal angekündigt hast. Was wir mal dann machen könnten. Apropos Konvoi, am 16. Februar haben wir von USF her Dreijähriges. Dann machen wir am 16. Februar auch einen Konvoi. Mhm. Also wenn ihr wollt. schick mir nachher mal schnell deine Handynummer, Olli, bitte. Oh. Dann hau ich dir die ganzen Daten diesbezüglich rüber. Ich schick's dir später. Ich bin nicht multitaskingfähig, ich kann nicht fahren und reden. Ja, deswegen sage ich ja, schick mir die nachher mal. Ja, nachher ist ja meistens bei Frauen zumindest innerhalb von 2 Minuten. Ja. Ja, bei mir ist nachher irgendwann in den nächsten paar Stunden, wo wir noch dann drauf sind. Aha. Lena, muss mal gucken, TS geht zum Glück wieder, aber muss am Sonntag arbeiten ab 16 Uhr. Ja, das ist ja kein Problem. Ach so. Genau da fangen wir an mit SSO. Hey Frau, wo bist du? Hinter dir, Schatz. So, was sagt denn mein Handy? Mein Handy sagt, ich habe eine Nachricht bekommen. Uch. So, jetzt sind wir aber wirklich dicht wieder alles zusammen, wa? Naja. Sunny hat noch 200 etwas. Warte mal kurz ab, bis er die Kurve hinter sich hat. Eile. Weißt du, ich lass mich nur rollen und ich hab 107 km/h drauf. Bei einer externen Fracht. Wie geht das denn? Wenn du nicht beschleunigst. Oh. Wenn du eine externe Fracht hast und es bergab geht und du gar auf dem Gas drauf bleibst, reagiert die Motorbremse nicht. Das ist, als würdest du die Kupplung durchdrücken. Beim Automatik. Sag mal, was beim macht Automatik die Kupplung durchdrehen. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Schon gut. Wie schnell fahren wir denn jetzt? Ja, aber ich weiß es noch nicht. Ich werde auf jeden Fall einspuren. Offizielles Landstraße 60. Ja, offiziell ist auch Autobahn 80. Bloß hält sich keiner dran. Kommt drauf an, wo du bist. Hier ist übrigens nur 50. 50! Echt jetzt? Ernsthaft? Nee, Speedform meckert ja Gott sei Dank nicht mehr. Ach nein. Scharfer ja, Rechtsbogen. Mich, sorry, ich kann doch auch nichts für, wenn die vor mir bremsen. Ja, ihr hättet jetzt nicht mitbremsen müssen. Das war eigentlich mehr so gagmäßig. Aber nett, dass ihr trotzdem bremst. Bremse immer. Ich bremse auch für Tiere. Ja, sollte man auch tun. Bloß man sollte halt nicht gegendenken. Aber ich überleg's mir, ob ich das nächste Mal bremse für einen Olli. Aha. Ich habe auch mal eine Vollbremsung gezogen auf einer Straße. Da hatte ich gerade Fahrstunde. Mhm. Das Auto hinten dran hat sich nicht so gefreut, als es in den 17-Tonnen-Panzer hinten reingefahren ist. War schon witzig. Ach, da erlebt man tolle Sachen, wenn man seinen Keckenschein macht.
Oh, eine lange Nachricht. Du bist nicht multitaskingfähig. Ich meckere meine Eltern auch immer zu, dass man 100 oder 50 fahren darf, weil ich so seit Fahrschule mache. Ah, okay. Ja, man muss sich ja an alles halten. Du machst zurzeit Fahrschule, hältst dich jetzt während den Fahrstunden dran und ich mache jede Wette mit dir, kaum hast du deinen eigenen Führerschein in der Hand und hockst allein im Auto, hältst dich eher an nichts mehr. Na doch, die ersten zwei Jahre achtet man vielleicht doch ein bisschen drauf. Ach echt? Ich nicht. Weil... Ach gut, okay, vielleicht liegt das auch daran, dass ich jetzt meinen Führerschein verloren habe. Ja. Könnte damit zusammenhängen. Also finde ich auch wieder Quatsch. Vorne kommt eine 50er-Zone, ja, und ein paar Meter später ist sie schon wieder weg. Das ist wegen der Straßenkreuzung hier. Sag mal, was macht ihr da vorne eigentlich? Ey. Nur am Überholen. Einmal nach dem anderen. So, hey, Bärchen, hier ist 70. Komm doch. Finn redet schon wieder die ganze Zeit nicht, dass er gleich wieder rausfliegt. Ja, bitte? Ja, danke. Weil sonst würdest du gleich wieder gekickt werden. Oh oh. Musst du tanken? Ach so, musst du nicht. Server konnte nicht erreicht werden. Ach nö. Server konnte nicht erreicht werden, kommt jetzt gerade als Meldung. Also ich finde überholen total witzig auf der Landstraße, weiß ich nicht. Aber du siehst schon, dass das eine durchgezogene Linie ist. Stimmt ja. Ich überhole mal. Bin ich jetzt so langsam, ja? Naja, du fährst hier 30. Oh, hier ist 50. Guck mal, hier ist wieder der gestrichelt. Durch einen Absturz kam es zu einem Server-Neustart. Kommst du? Dies kann je nach Auslastung zwischen 5 und 30 Minuten dauern. So, durch einen Systemabsturz kam es zu einem Neustart und dies kann 5 bis 35 Minuten dauern. Juhu. Speedfaust down. Das ist dauernd down. Die haben bis letzte Woche oder so haben die noch einen frohe Weihnachten gewünscht und einen guten Rutsch. Und wart ab, ab morgen wünschen sie einen frohe Ostern. Hier ist 50, Oli. Nein, hier ist unbegrenzt. Unbegrenzt. 50. Aber ich darf jetzt zumindest überholen. Was eigentlich auch Bullshit ist in dieser Kurve. Ja. Auf einer geraden Strecke ist durchgezogen Linie. Hier ist genau. Was ich von der Logik her so sehen würde, ja, wenn du überholst auf einer gestrichelten Linie, darfst du ja, ne? Also drüber. Du kannst dann aber nicht mehr zurückfahren auf deine eigentliche Spur, weil die dann auf einmal durchgezogen ist. Dann musst du knallhart eigentlich, ja, so lange auf der Spur bleiben, auf der linken, bis du wieder eine gestrichelte Linie hast und wieder rüber darfst. Livestream German, hi, Tag schön. Ups, da war mein Schild. Hab gerade das Vorfahrtsbeachten-Schild abgerissen. Chips? Hm? Ach, die Chips, das. So. Wie viele Kilometer haben wir eigentlich noch? Oh, 1750. Sind wir ja fast am Ziel. Sind wir ja pünktlich um 22 Uhr fertig. Sogar schon vorher, würde ich sagen, weil ich würde sagen. Obwohl, warten wir erstmal ab. Ich wollte gerade sagen, du weißt nicht, was noch kommt. So. Zum ersten. Zum zweiten wolltest du noch sämtliche Garagen kaufen. Scheiße! Hab ich schon eine verpasst? Nee, es wär, nee, wir sind erst in Graz. Ah. Ich wollte schon sagen, habe ich schon eine verpasst.
Ach, siehst du? Warum bin ich eigentlich? Ich halte mal kurz rechts an, ja? Nein, erst beim nächsten Parkplatz oder Tankstelle. Okay. Wir sind gerade an einem vorbeigefahren. Ja. Dem alten Mann ist es aber jetzt erst eingefallen. Ja, nee, weil ich kann mir ja die ganzen Dinger legen. Ist mir davon eingefallen. Davon kommt noch einer, glaube ich. Oder auch nicht. Ja, also ein Mod ist auf jeden Fall noch aktiv, sehe ich gerade in YouTube. Weil es wurde gerade die Nachricht von Nena freigegeben. Kurz nach Graz kommt eine Tankstelle. Dann passt es doch. Möchte eigentlich jemand mein Geld haben? Also von ETS meinte ich jetzt. Das andere interessiert mich da ein bisschen mehr. Problem habe ich schon genug, brauche ich nicht noch mehr. Ich glaube 770 Millionen eigentlich, ich brauche die überhaupt nicht. 770 Millionen? Yep. Süß. Finn, macht dir nichts draus, er hat es erschüttet, das Geld. Nein, nicht einen einzigen Cent. Ich habe auf diesem Spiel mehr als 7000 Spielstunden. Ja, okay. Auf diesem Rubik. Und ich habe alles 5000 Tage. Ich habe so 5000 Tage, habe ich da drin verbracht, glaube ich. Habt ihr damals eigentlich auch ETS 1, also das erste, gespielt? Ja. Ich auch. Nein, ich nicht. Okay, ich glaube, da warst du auch noch gar nicht auf der Welt. ETS? Habe ich mir gekauft an dem Tag, als es auf den Markt kam. Und als ETS 2 auf den Markt kam, am selben Tag habe ich mir das Spiel auch noch geholt. Ich müsste mal wieder mal ETS 1 spielen. Gott. Einfach mal, um den Unterschied nochmal so zu sehen, weißt du? Und ich glaube, ich wäre einer der einzigsten, der noch ETS 1 spielt. Also streamt diesbezüglich. Ja, und dann könntest du einen Stream nennen, Back to the Roots oder so. Die Verbindung zum Server wurde hergestellt. Ah, die Verbindung zum Server wurde hergestellt. Endlich. So, Olli, da vorne kommt jetzt gleich deine Tankstelle. Denk dran. Das ist schön, ich blink schon mal. Ist dann auch weit weg. Ja, wo bleibt denn mein Hasebärchen? Da hinten ist mein Hasenbärchen. Mhm. Ich sehe zwei weiße Punkte am Horizont. Das Gute ist, wenn ich blinke, dann weiß ich ganz genau, da kommt noch was ich machen will. So, ich drehe mich mal vorne. Ja, du schummelst ja auch mit deinem Frachtmarktauftrag. Ich hab gar keinen, bei Excel habe ich ja gar keinen. So. Gut, dann mache ich mir erstmal kurz die Karte auf. So. Das Olli, wir können ja später auch nochmal ein Dickerwiss machen. Nee. Richtig, so. Karte auf. Venezia muss ich nicht hin. Bologna haben wir gesagt, ne? Genau, nach Bolognese muss ich. Holy shit, wo ist denn diese Garage? Ach, da unten. Holy. So, von Bolognese geht's dann weiter bis nach Ancona. Garage. Richtig. Dann in Pescara. Garage. Genau. Dann in Casino. Casino hat keine Garage. Bari muss ich noch ran. Bari? Ja. Ach, der schickt dich da durch? Ja. Ja, wie schickt er nämlich nach Casino, Napoli die? Ach so, nee, dann muss ich nach Taranto. Warte mal, Bari, dann mache ich mir kurz Bari Werkstatt. Wo haben sie denn? Ist die Werkstatt? Hat der überhaupt keine? Ach, die habe ich schon. Okay, so, dann muss ich nach Catanzaro. Taranto Werkstatt. Und dann habe ich alle. Catanzaro. Also Bari, Taranto, Catanzaro. In diesem Villa Schlag mich tot habe ich sie schon. Und in Catania halt dann noch, ne? Ja. Die übersetze ich mir auch gerade den Marker. Die Catania habe ich, glaube ich. Ich nicht. So, gut, dann ist jetzt die Strecke wieder auf 1999 Kilometer gestiegen. Bis 2008. So, weiter geht's. Ich fahre einfach hinterher. Ich muss noch tanken.
Ja, dann mach doch mal. Dann hau sie mal für Irschi. Achso. Ich muss noch tanken, die drei einfach. Ja, ja, wir geben mal Gas. Wir lassen mal knacken. Und bis Haar nicht vergessen. Ah. Oh. Ich hab's einmal vergessen zu bezahlen über die Spedition. Die hauen in der solche Geldstrafe rauf. Ich bezahle nie. Ich bin eine Frau, ich zahle sowieso nie. Grundsätzlich nicht. Okay. Okay, ich bin der Einzige, der gewartet hat. Na, ich fahre derzeit nur 50 auf der Autobahn. Schneller kannst du ja auch gar nicht, sonst kriegst du noch einen Herzkasper, du alter Mann. Was soll das? Willst du jetzt sagen, dass ich alt bin? Ja, das schon die ganze Zeit, aber ist okay. Richtig. Zum ersten, zum zweiten, hey, du bist 8 Jahre älter als ich. Ja. Iron Dog, hi, Tag schön. Alter Sack. Olli, da war eine Leitplanke. Und Michelle und Karin, danke für dein Abo. Da wurde nämlich nicht angezeigt, das sehe ich jetzt nämlich erst hier gerade auf dem Handy. Ja, ihr könnt übrigens fahren, ne? Ja, wir fahren. Wir sind da. Drückt mal ein bisschen auf die Tube da vorne dran. Fahrt ihr ernsthaft gerade alle drei nebeneinander? Nein, das täuscht. So. Also ich denke mal 22 Uhr ist eine gute Zeit. Aber wieso hast du so viele Hupen auf dem Dach oben, Olli? Das täuscht. Das sind Fanfaren, keine Hupen. Bei mir ist auch das. Ich krieg dich bei Jahr. Dein Dach ist langsamer wie meiner. So gut ist hier schon abgezahnt, ne? So, da schon langsam so ein paar Zombies reinspringen können. Zombies? Wir sind da vorne ein Creeper, Vorsicht! Was? Wo? Oh shit. Du bist in Luft geflogen. Ja, immer. Okay, mein Aufliegerschaden beträgt jetzt 98%. Ja. Wie schafft man sowas? Creeper. Oh Gott, schon wieder. Ich fahr gerade im Reifenmodus. Was? Ich hab gerade die Kamera vom Reifen an. Ach so, das ja. Stimmt, der Typ fährt den Frachtmarktauftrag. Hab ich jetzt auch an. Winkt der da vorne schon wieder? Ah! Da fahr ich auf die rechte Spur umsonst. Jesus, bist du eigentlich wahnsinnig? Alles gut. Ich bleib wenigstens brav auf meiner Spur und fahr nicht wie so ein besoffener Pudel wie der hier vor mir. Besoffener Pudel ist gut. Wie meinst du jetzt damit? Weißt du, da denkt man sich nichts Böses, auf einmal reißt das Lenkrad nach links rüber, knutscht die Leitplanken und fährt rechts noch was gegen die Tunnelwand. Aber es kann ja nichts passieren. Doch. No Collision gilt nur für LKWs untereinander. Ja, okay. Aber alles andere, was passieren kann, trifft ja nicht uns. Selina, hi! Wie geht's dir? Laut deinem Smiley wahrscheinlich nicht so gut. Der guckt so bekifft. Mir würde es auch nicht gut geben, wenn ich mir deinen Stream angucken müsste. Schenkelklapper. Ach, der war gut. Ich krieg dich noch, Olli, keine Sorge. Bin auf der Überholspur.
Wenn ich möchte, kriege ich alle. So, wir verlassen jetzt Österreich. Gott sei Dank. Und sind ab jetzt in Italien. War da gerade ein PKW? Okay. Ja, das ja. ist ein Auto. Oh, ich dachte hier schon, hier fahren irgendwelche. Ja, das war der Zoll, weißt du. Die Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Ach, ich sehe nichts. Die Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Olli, tu mir mal ein bisschen Gefahr gut aus deinem Aeroflieger raus, ne? Ja, kann ich ein bisschen tanken. Genau. Mal gucken, wie lange dein LKW dann noch fährt, wenn du dir Öl in den Tank reinmachst. Ich wollte gerade sagen, das ist doch Öl, was ich drin habe. Ich hatte heute und fertig. Läuse und ich habe sie heute nicht heute noch weggekriegt. Du hattest heute Läuse. Sind da eigentlich nette Tiere, ne? Voll toll. Hey, nur weil du die züchtest und mit denen Liebe machst, Dani? Ja, gekonnt. Machst eh mit allem Liebe, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Nee, das ist nicht wahr. Ja, klar. Hättest du nicht so 5 Millionen Köder vor der Tür liegen? Nein, ja, die sind zum Schutz gegen dich da. Ich wollte gerade sagen, sie lässt anderen Leuten Liebe machen. Aber es könnte auch so leicht Zuhälterin-mäßig klingen. Die ist eine Zuhälterin. Weißt du, ich bin froh, dass der hier rechts von mir nicht mehr die ganze Zeit vor einem fährt. Weißt du, jetzt fängt Olli damit an. Was? Der nächste bist du auf eine Pudel. Ah, das ist immer nur da, wenn ich auf mein Handy schaue. Was hast du da, Olli? Ich will angeben. Ich fahre ordnungsgemäß auf der Autobahn. Wer ist eigentlich schon wieder am Chips futtern? Also ich esse nur ein paar Laugenstangen, sag ich schon, Salzstangen. Oh fuck, das ist eine Mautstelle. Ja. Und natürlich habe ich jetzt auch die genommen, wo ich richtig anhalten muss. Aber Wesley auch. Ich hab dich überholt, ich hab dich überholt, na 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 na. Friss mein Staub, friss mein Staub. Ernsthaft? Mensch, Mensch. Verdammt! Royal ist wieder bei mir vorbei. Nein! Ich krieg dich. Ich hatte viele Nüsse. Ich weiß gar nicht, hatte ich mal Läuse? Ich glaube, früher hatte ich auch mal einmal, glaube ich. Als Kind sicher. Ja. Du hast bis heute noch Läuse. Ja, okay, aber die süchtig, ja. Du bist eine Laus. Musst du verraten, wer ich in Wirklichkeit bin? Ich bin dauerhaft gewachsen. Also irgendeiner von uns beiden muss jetzt gleich bremsen bei ja. So, wenn die linke Spur besetzt ist, dann muss er den hier drüber fahren. Ach verdammt, nehmen wir, es muss doch keiner bremsen. Okay, das war knapp. Ja, ja. Das klingt wie Chips, oder? Ah, ah. Knäckebrot. Ach so. Knäckebrot. Olli, mach die Funzel aus. Ich hab keine Ahnung. Boah, ja, ja, ja. Geht's ja runter. Ziemlich lange Ausfahrt hier. Weißt du, was schade ist? Dass es ein No-Collision-Server ist. Gott sei Dank. Weil sonst würdest du schon dafür sorgen, dass wir alle mit 100% Schaden irgendwo ankommen. Ja, du. Na, ich nicht, ich fahr mal vernünftig. Wenn ich jetzt 6-7 mal die Rollentaste schnell hintereinander gedrückt hätte, dadurch ein Standbild des Todes gehabt, du wärst voll mit reingespengelt.
Einzige Problem ist, da hätte ich wahrscheinlich von Dani einen auf den Deckel gekriegt, weil sie dann dir hinten reingespengelt wäre. Sag mal. Mir fehlen Süßigkeiten. Ja, mir definitiv auch, wenn ich da die ganze Zeit das Rumpen esse. Ich hab welche. Ich hab wirklich gar nichts bei den Süßigkeiten hier. Wer ist eigentlich der rote Duff jetzt hier? Ich nicht, ich bin der weiße Duff. Achso. Ich bin der, wo jetzt an dir vorbeifährt. Ich seh nichts. Ach da, jetzt seh. Also nur mal so 10 ich guck nur, was da mit dem Teil noch gerade. So. Oh, Maut. Wir erreichen jetzt Venezia. Ausstieg in Fahrtrichtung, das ist was anderes. Falsches Spiel, sorry. Oh, nee. Aber Train Simulator habe ich auch schon total lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, das spiele ich morgen mal wieder. Esther. Also irgendwie vermisst das Kirmkulischen-Gefühl. Gar nicht. Man kann einfach Blödsinn machen, ohne zu riskieren, dass irgendwas passiert. Ja, ist dir das schon im Ja, aber richtig, richtig Blödsinn machen wir ja theoretisch nicht, weil Blödsinn wäre es ja erst, wenn wir andere Leute rammen. Aber das sieht so pervers aus im Rückspiel, wenn ich das gerade so sehe. Dieses Slalom-Gefahre. Das war fast die Leitplanke. Darauf warte ich doch bloß. Leitplanke Leslie Weitplank. Aber denk dran, wir haben Gefahr gut drauf, ne? Macht nix, ist nur Öl. Wie viel Wasser wird durch einen Tropfen Öl zerstört? Das war einiges, glaube ich, ne? Ja. Und was ist denn, wenn es ein kompletter Anhänger von 22 Tonnen ist? Ein Tropfen Öl sind, meine ich, warte mal, jetzt muss ich überlegen. 140, 150 Liter Grundwasser. Ja, und das rechnet mal auf so einen Teil da auf. Ja, wie viele Liter sind denn bei 20 Tonnen? Ja, okay, die Umrechnungszahl von, das ist genauso wie mit, man sagt ja auch immer, ein Liter. Zum Beispiel, ja, ist ein Kilo, was ja auch nicht stimmt. Ist Blödsinn, das ist nur bei Wasser und Milchprodukten. Ja, richtig, bei Öl ist es wieder solche Sache. Öl ist doch schwerer. Ich hab keine Ahnung. Ein Liter Öl wiegt ungefähr 1,4 bis 1,7 Tonnen. Es kommt drauf an, ob reines Erdöl oder schon verarbeitetes Öl, darauf kommt es an. Aber zwischen 1,4 und 1,7 Kilo wiegt ein Liter Öl. Außer Motorenöl. Das ist damit nicht mit inbegriffen. Weil das so verdünnt und was weiß ich ist. Schon wieder eine Maut. Ich mag Mauten. Naja, Mautsmaut. Zumindest eine Möglichkeit, Geld auszugeben. Nicht. Ja. Ach ja, wir sind ja nicht in Frankreich, man muss ja langsam machen, um da durchzufahren. Okay, das war nichts. Tja, weißt du, da will einer auf dicke Hose machen und knutscht erstmal die Schranke. 10% Schaden und 2 am Auflieger, auch. Halli, unsere erste Garage ruft. Ja, ich sehe schon. Na okay, Venezia habe ich, da sind wir schon durch, ne, genau. Ja, wir sind bei Bologna jetzt. Kann ich mal wieder was von meinen 1,9 Milliarden ausgeben? Hä, was hier runter? Achso, ja schon. Ja, Olli und ich gehen uns die Garage kaufen. Richtig, wir kaufen ja alle Garagen.
Das heißt, wir machen aus der Tour noch eine Shopping-Tour. Passt zu einer Frau, sag ich das so. Dani rechnet sich gerade schon durch, wie viele Schuhe hinten reinpassen. Nee, überhaupt nicht. Nur wie viele Hunde noch reinpassen. Und Rösser. Ja, genau. Mullis und Esselis und Creeper. Ja, die Hundus. Ne? Feine Bottine. Ich hab doch hinten diese Riesenweide gemacht, ne, Olli? Mhm. Das größte Gehege davon wurde schon unter Beschlag genommen von Dani. Stimmt doch gar nicht, ich hab da nur eine Kuh reingestellt, damit die andere nicht alleine ist, die ja, du reingestellt hast. Das ist ja auch das kleinste Gehege. Ich hab gar nichts in Beschlag genommen, ist gar nicht. Eine Koppel gehört mir für meine Pferde. Nein, hab ich gar nicht gesagt. Das bist du gewesen, der das gesagt hat. Ich hab's angeboten. Und vorher ja, hast du es auch gesagt. Eben, du hast es angeboten. Ich habe natürlich ganz schön gesagt, ja, gern. Also erst isst sie hier ihr Knäckebrot und jetzt fängt die an hier rumzustöhnen. Ja, weil ich einen krummen Rücken habe. Ich darf nicht. Was? Stöhnen? Nein, einen krummen Rücken habe. Das tut weh. Ach so. La 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 la. Bolognese, geradeaus, okay. Ich glaube, bald sind die Birnen kaputt. Aber es ist wirklich eine schöne Tour, die wir vorhaben jetzt, ne? Und wir haben erst ein Viertel davon geschafft. Ich wollte gerade sagen, haben doch schon ein Viertel. Das! Kann man die Maut umfahren hier? Cool. Wer ist das denn? Also bleibt Bayate stehen. Verdammt, kann man nicht. Scheiße! Was? Oh, du bist so ein Dummhobel, ne? Holy shit. Dir hat doch bei der Geburt auch jemand zu auf den Zielen gefurzt. Seid ihr runter? Wir fahren immer geradeaus bislang. Bayer ist stehen geblieben. So, Daniel, Olli, wie lange dauern die und arbeiten? Deswegen frage ich. Ja. Speed V läuft bei mir gerade wieder. Warte, ich warte hier auf dich. Warte mal. Abgebogen. Schon komisch Rechtsbogen-Ding gefahren. Ah, okay, ich seh's. Mhm. Aber ich glaube fast, dass du auf der falschen Spur bist. Bin ich auch. Ja, 25% Schaden, jawohl. Drück mal F7. Dani, bleib mal stehen. Drück mal F7. Hab ich. Dann Enter drücken und dann aber nicht Ja oder Nein drücken. Einfach nur mal gucken. Was steht da? Bologna. Bologna? Ja. Also, da fahren wir ja gerade hin. Also kannst du theoretisch auf Ja drücken und du landest automatisch in Bologna. Okay. Dann cheatest du. Ja. Wieso ist das Cheaten? Sie lässt sich nur abschleppen. Ja, LKW ist kaputt, weißt du? Ja, der ist sowieso kaputt. Ja, eben. Passt ja. LKW kaputt, du kaputt. Oh, mach deine Funzel aus da hinten dran, ich schwör's dir. Ich schieb dir dein Pferd nicht gleich sonst wohin. Das ist so ein richtiger provokativer Pünktchen, der Kerl da. Nee, dann würde ich's anders machen. Damit hab ich kein Problem, den Hupensound hab ich aus. Ach man. Also zumindest
auf einer Lautstärkenpegel runtergedreht, das verträglich ist. Was meinst du, wenn du am Wochenende einen Konvoi fährst mit knapp 200 Leuten, was da dann abgeht an Hupen? Dann platzt das Trommelfell weg. Lot ja eigentlich geradeaus, aber ich glaube, wir müssen jetzt wirklich hier runter, ne? Ja, ich habe direkt die Garage angepunktet. Angepunktet, auch gut. Uiuiui. Bisschen arg viel Schwung in dem Kreisverkehr drin. Aber hey, kann man mehr machen. Ach, guck mal, da vorne steht irgendwas Grünes. Ja, das wohl ist. Da ist irgend so ein kaputtes. Da ist irgend so ein kaputtes Etwas. Hey. Hab ich lieb. Ich auch. Neum. Um Gottes Willen, das ist ein Kreisverkehr. Ich glaube, eine Fracht kann ich jetzt wegschmeißen. Wieso? Das wäre aber umweltschädlich. Weil Finn zweimal eine Leitplanke geknutscht hat an der Mautstelle, darum. Oha. Mehr als geknutscht. Bist selber schuld? Selber schuld, wenn du damit 100 Sachen reinbretterst? Das war nicht, das war maximal 50. Ja, du kannst auch nur mit. Du kannst auch nur mit 40 km/h durchfahren. 10 km/h, mein Gott. Ja, 10 km/h zu viel, wie man an deinem Anhänger sieht, ja? Mhm. Diese dreckige Nacht. So, Olli? War noch was anderes. Ich hab gehört, es gibt jetzt eine kurze Rastpause hier. Kommst du denn da drauf? Lungenbrötchen. Dann ist es aber die einzige, danach sind wir durch. Wie jetzt? Okay, ich hab gehört, wir rauchen in Ancona eine. Im nächsten Ort? Ja. Okay. Und dann ziehen wir durch. Ancona ist die Mitte. Der einzige Raucher ist alles Kacke. Wenn ich mit meinen ganzen anderen Leuten fahre, dann sind wir immer 5, 6, 7 rauchen. Bei jedem Tankstelle oder Parkplatz, wo ich stehen geblieben bin, wird erstmal eine rauchen gegangen. Ja, voll toll, Finn. Ich mag dich so sehr. Das freut mich. Gut. Kann halt nicht jeder so toll sein wie ich dann. Meinst du, wir sollten warten, Olli? Auf der Autobahn. Oder? Wo sind die Autobahnen? Ich hab keine Ahnung. Du hast geschummelt! Du bist mir zu langsam. Da schummelt der einfach. Du bist mir zu langsam. Ich hoffe, die fahren hier nicht rechts runter. War ich schon mal im Kreisverkehr? Ja. Ich noch nicht. Rolli, Gott sei wegrennen wir uns. Ich warte. Entschuldigung, wegrollen wir uns. Uiuiui. Olli, ich geb dir einen gut gemeinten Rat. Bremse 60, 50 rum runter. Und fliegst du wie ich fast aus der Kurve. Ich halte mich sowieso immer an der an die Höchstgeschwindigkeit, die angezeigt wird. Genau, und ich bin der Kaiser von China. Danke, Finn. Gerne. Wann heißt du Finn? Weiß ich nicht. So, danke, Finn. Hau ich nicht, dann. Hier kann keiner durch, außer Danny. Ach, das ist lieb. Ich glaube, ohne Auflieger bin ich gut gesattelt. Also gut gerüstet, meinte ich. Und ich kann es so schnell umgehen. Okay. Fahrt direkt zur Autobahn hoch oder was? Jungs. So.
Erstens, du kannst mit deinen Tröten da oben dran ja einen aufspießen, ne? Gib Gummi, Finn! Fahr vor, ich weiß ja nicht, wo ihr hin wollt. Na ja, auch nicht. Ich fahr auch nur einen Pfeil hier. Was ist das in der Mitte? Eine einzelne Lampe, oder was? Ja, ich hab's ein bisschen verkackt, das sieht ein bisschen scheiße aus, ich weiß, aber... Nein, Jack, lass das! So. Wir fahren jetzt dann dementsprechend weiter runter. Ach, der Ancona ist ja da vorne schon. Wo willst du eine rauchen? Ja, mal gucken. Ancona oder Pescara, je nachdem. Aber laut Karte ist das doch noch ein ganz schönes Stück, wa? Rauchen ist ungesund, ja. Ja, und ich riskiere auf Arbeit jeden Tag mein Leben. Das ist mir scheißegal, ob ich am Lungenkrebs verreck oder weil ich irgendwo eine Kugel hänge. Da dir denn bitteschön. Hm? Was willst du? Geh mal gucken, Finn, das ist eine gute Idee. Ach, da vorne. Oder der Punkt. Ach, Finn! Ich bin gerade gedriftet, sorry. Immer ruhig bleiben. Ich bin eine Frau, die rüft schnell los. Allerdings. Oh ja, vor allem jetzt noch zusätzlich Schweizer sind. Genau, das kommt dazu aus. Also komm, Olli. Kann weitergehen. Lass knacken. Ancona, haben wir's doch. Leonie, hi, Tag schön und hi Marie Shadowwayne. Irgendwie sind nur SSO-Spieler online gerade. Nee, Finn. Finn ist kein SSO-Spieler. Na, ich meinte jetzt im Chat. Okay, Wesley spielt auch kein SSO. Ja, eben. Naja, aber ich bin unwichtig, ich werde nicht erwähnt. Man gewöhnt sich dran. Oh. Hey, alter Mann, wo bleibst? Hast du einen Herzinfarkt gekriegt beim Beschleunigen, oder was? Ich bin nicht vorwärts gekommen, weil ich die ganze Zeit nur auf E gedrückt habe und nicht auf W. Ja. Macht Sinn, die ganze Zeit den Motor an- und auszumachen. Ja, ist mir dann auch aufgefallen. Sag mal, Olli, dein Ernst? Was denn? Was hast denn du getrunken, bitte? Wieso? Ah, dachte nur. Ich fahre ganz vernünftig. Naja, voll. Sag mal, musst das du noch sehen? Ja, ich bin noch nebenbei am Handy. War klar. Wo ist die Polizei, wenn man sie braucht? Nicht anwesend. Immer. AFK. Aber wohin? Ah, guck mal, was da abgeht. Grüß mal die Community von mir und Johannes. Ja, Johannes, ich glaube, der lebt gar nicht mehr. War es der Haltinger? Was, und wie war euer Tag so? Wie war unser Tag so? Ich bin den ganzen Tag müde. Weil ich die komplette letzte Woche eigentlich immer jeden Tag zu wenig Schlaf hatte. Entschuldigung. Leitplanke, Olli. Marie, schaust du Dschungelcamp? Nein, nee. Bin? Ja, das ist natürlich der einzige Grund, warum ich pünktlich um 22 Uhr fertig sein will, weil ich danach Dschungelcamp gucken will. Huch, Leitplanke. Wer hat Bock auf Kuscheln? Nein. Wer schaut den Stream? Ich hab's gerade auf Handy mal angemacht. Toll. Aber das ist gar nicht mal so einfach, parallel selber zu fahren, wenn man hier beim Fahrrad zuguckt. Ja, du musst einfach auf dem. Das wär's doch eigentlich, oder? Auf, du hast eine Rechtskurve, ich lenk so oben mit nach rechts und knall auf einmal gegen die Leitplanke. Hi, Natalie! Hallo Leute, nur 4 Stunden Schule. Du hast heute nur 4 Stunden Schule gehabt?
Da wurde 0 Stunden Schule gehabt. Aber das ist gar nicht mal so einfach, parallel selber zu fahren, wenn du lieber fahrst. Marie Shadowrain, kennst du Planet Coaster? Nee, sagt mir nix. Ach, Finny! Wer lacht denn da so scheiße? Du? Uah. Danke fürs Licht, Finn. Was? Danke fürs Licht. Das Licht? Ja. Ernsthaft, ist das jetzt die ganze Zeit hören noch nebenbei? Anschauen. Ich hör's nicht mal wirklich nebenbei. Das Handy liegt einfach neben mir auf dem Untergrund. Eine Stunde fiel aus. Achso, die erste Stunde fiel aus und die letzte Stunde fiel aus. Das ist nicht schlecht. Und dann bekommst du wann bekommst du dein Handy wieder? Kennt jemand von euch Planet Coaster? Ja, kenn ich. Was ist das? Hab ich sogar. Kennst du Roller Coaster? Ja. Ja. So in die Richtung. Aha. Nur mit dem Unterschied, dass du bei Planet Coaster einen kompletten Freizeitpark in dem Sinne bauen kannst und nicht nur komplett auf Achterbahn aufgelegt bist. So, die nächste Tanke ist meine, sehe ich gerade. Ja, wir sind jetzt in Ancona. Ja, kann ich in Ancona tanken, perfekt. Richtig. Mach ich Garage kaufen. Das tanken. Gibt's bei Steam, Planet Coaster, soll gut sein, habe ich gehört. Wollte es mir vielleicht auch holen. Ja, keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Macht Laune. Aber nur im Multiplayer, Solo nicht so. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ob die Server von Planet Coaster überhaupt noch online sind oder ob die schon längst wieder abgeschalten wurden. Eine Maut. Viel schlimmer im Kreisverkehr, oh Gott, den man nein. Nicht gerade drüber fahren kann. Was will ich jetzt schon haben, darf aber nicht, wahrscheinlich erst in 1-2 Wochen. Das ist hart. So lange ohne Handy. Soll ich die Lehrer von dir erpressen, dass du einzeln bekommst und hast dann Handy eher wieder? Ja, wieso zeigt er mir den Weg zu... Ach so. Weil er war in der Ding holen. Wo bist du, Dani? Ja. Am Kreisverkehr jetzt. Das sehe ich sogar ich. Oh, Fein, was machst du? Ich habe da mal geparkt, ne? Ah, super. Finde ich toll. Ganz super. Komm nicht mehr raus. Scheiße. So, ja, ich spiele jetzt schon. Ist mega geil. Könnte man eigentlich auch ganz gut streamen. Wird nur manchmal ein bisschen langweilig. Ja, okay. Wird ETS auch. Oh Gott. Besonders wenn du irgendwann müde bist, ja, und du dann merkst, okay, ich könnte jetzt eigentlich schlafen. Gerade nochmal gut da. Vorsicht, Olli, türkische Ecke. Hier vorne. Du kannst hier nur rechts abbiegen. Wie ich soeben schmerzhaft erfahren musste. Ich kann hier links abbiegen. Oh, noch nicht. Ja, Olli, ist in Ordnung. Ja, der ist mir ein bisschen zu langsam hinter mir, wa? Oder vor mir, besser gesagt, zu dem Zeitpunkt. Waaaaaaah! Ja. Boah, ich hab die Leitplanke geknutscht, ich hänger der Leitplanke. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass das nicht so gut kommt hier. Aber was ich sagen muss, das Italien-DLC hat sich alleine schon deswegen gelohnt, weil die sich halt in Italien mit den Städten richtig Mühe gegeben haben. Aber auch nur die Städte, ne? Die Autobahnen sind trotzdem weiterhin langweilig. Ja. Naja, du hast mittlerweile immerhin mal ab und zu einen Mähdrescher irgendwo stehen. Ja. Im Winter.
Ja, gut. Du hast ja den Wintermod nicht. Ja, Gott sei Dank. Ist ein bisschen einfarbig. Ah, Selin hat Ferien. Muss jetzt heimlich über Opas Handy den Stern anschauen, da ich jetzt beim Onkel bin. Ach, den Stream. Den Stream anschauen. Schon wieder am Tanken? Na, das ist doch die Tanke, wo wir gesagt haben, ich muss tanken. Achso. Danach war ich doch gar nicht. Ich wollte schon sagen, du bist aber ein ordentlicher Schluckspechter. Aber denk dran, Olli, ne? Schlucken, nicht spucken. Du musst ach, gar nicht so lachen. Scheiße, was ist denn das hier? Ach, Jungs. Sagen Sie ja wirklich, dass man hier nicht reinfahren darf? Ich hab schon verstanden, dass das, naja, egal. Das macht dich so für blöde, ne? Und sagen, dass du nicht im Gegenverkehr fahren darfst. Und wir fahren schon weiter? Dani ist noch nicht mehr da. Ja klar, dass wir nicht warten können, ne? Wir warten doch. Ich stehe noch. Ich stehe auch. Ja, genau. Was? Du auch? Ob ich auch Ferien habe? Olli hat immer Ferien. Nein, ich bin jetzt ja gerade erst in der 7. Klasse und da gibt's keine Ferien mehr. Olli, warum wartest du nicht? Ich warte doch. Du fährst weiter. Nee. Ja, ja, täuscht nur, ne? Ja, das täuscht. Ob du täusche. Ach, guck mal, steht der Olli da hinten. Finn, wie kann es sein, dass du bei mir bist? Wartest du wohl nicht, wa? Oh, oh. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich warte erst mal kurz irgendwie im Schwertransport-DLC, ne? Ich sichere mal die Straße ab. Oh, ich habe eine SMS bekommen. Wo ist Glimms? Österreich. Ja, die Nachricht kam um 19.16 Uhr. Scheiße. Ciao, Olli. Warten könnt ihr auch nicht, wa? Haben wir doch. Du bist nicht gerade gefahren. Ja, ich bin ja schon da. Ja, nee, das ist das Ding schon auf dem Handy, guckt. Du hast die Nachricht nicht realisiert, wenn du permanent dein Handy geflossen hast? Ich realisiere gar nichts mehr, wenn ich auf dem Handy schaue. Und Tunnel. Darf man euch fragen, was? Darf man dich auch fragen, was du arbeitest? Da habe ich ja gesagt, ich gehe in der 7. Klasse der Realschule. Ich glaube, das glaubt mir kein Mensch, oder? Das, was du arbeitest, kann man eh keine Arbeit nennen. Letzten Tag faul auf dem Arsch hocken und nichts tun. Ich bitte dich. Wir können gern mal 2 Wochen tauschen. Das ist für mich Urlaub, was du machst. Wenn du wüsstest, ja? Ja, komm, wir tauschen mal. Du gehst mal für mich eine Woche. Ja, ein bisschen draußen, so ein bisschen Sport machen. Bisschen durch die Gegend laufen. Denk dran, dass du dann Verantwortung für 87 Leute hast. Wenn du wüsstest, wie viel Verantwortung ich habe, ja? Wofür? Für einen Rechner, toll. Ja, aber mit mindestens 87 Programmen. Oh. So. Jetzt haut er hier die Konter raus, du. Gehe jetzt raus aus dem Stream. Bisschen mit der 2-jährigen Cousine spielen. Zwangsarbeit also. Olli, hast du auch gerade fein geknuddelt? Nein. Okay. Leonie, auf jeden Fall dir dann noch viel Spaß und was? Hab euch alle lieb, schönen Abend noch und gute Nacht. Wünsche ich dir auch, komm gut ins Bett später und bis vielleicht morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr 100.
Nächstes Jahr 100. Ja, ich weiß ja nicht, wann der nächste Stream kommt. Ist ja immer unterschiedlich so, bei mir. So lange müssen wir dich noch ertragen, bis ins nächste Jahrhundert. Naja, wenn bis dahin die Technik so weit ist. Das ist, sind ja noch über 80 Jahre. Ja, wenn die Technik dann so weit ist, dass ich dann noch so einigermaßen versorgt werden kann. Also eigentlich bin ich ja seit... Wenn ich ja ab... Wer knuddelt hier? Bist du mir schon wieder fremd, du blöde Kuh? Ja, nee. Ja, bin doch, knuddelt hier mit mir. Also, was ich sagen wollte, Olli, eigentlich bin ich ja ab dem 1.3. offiziell kein Soldat. Aber ich glaube, wenn ich dich noch über 80 Jahre tragen muss, lasse ich mich nochmal einziehen, gehe freiwillig gegen uns aus. Du bist ja auch noch jung, du kannst ja auch noch. Was? Na, bisschen die Länder erkunden. Hm. Ich habe schon 2,5 Jahre Auslandszeit, sag mal, okay. Das reicht, glaub mir. Vor allem mit meinem Bereich. Mir würde es schon eine Woche reichen. Wenn überhaupt. Ein Tag reicht mir, glaube ich. So ein Schnupperkurs, weißt du? Mhm. Ach ja, wir wollten ja mal noch quatschen, ne? Wegen dem Schnupperkurs? Nein, nicht direkt. Wann war das? Vor 2 Tagen? 3 Tagen? War mal Traum mehr oder weniger bei... Wo ich doch so mies gelaunt wieder zurückkam vom Einsatz. Mhm. Ich bin vergesslich, ich weiß nichts mehr. Da hast du noch gefragt, was los war, habe ich gesagt, das erzähle ich dir mal so, wenn du stehst. Ach so, ja, stimmt. Ja, das hast du bei mir auch gesagt. Was? Genau das. Aber jetzt derzeit sind wir nur 75 Ohren. Ja, eben. Zu viele. Bin, du gehst mir auf den Senkel. Wenn wir Twitch und YouTube zusammenzählen. Oh, eine Nachricht. Nightbot, folgst du uns schon bei Insta? Ja, folge ich schon. Und hier kannst du uns kostenlos mit Loot unterstützen. Ja, danke für die Info. Ben! Wusste ich nicht. Was hast du? Nee, das ist Olli jetzt. Was denn? Mann, Jungs. Ich finde toll, dass sie dir mittlerweile auf den Sack gehen und mir nicht mehr. Apropos, warte mal, ich habe euch alle gar nicht mehr auf dem Schirm, sehe ich gerade. Echt jetzt? Es ist ja gar keiner mehr im Radar. Bam, bam, bam. Dann finde den Fehler. Ja, macht nichts. Da habe ich mehr Zeit, um den Kaff da in den nächsten bekommt zum Bau. Aber ey, das nächste Kaff ist so ungefähr die Mitte, wie ich gesagt habe. Olli, guck jetzt bloß nicht nach rechts. Dann wird dir nur schwindelig. So, und die nächste Kurve. Weißt du, was ich mich gerade so dafür entschieden habe, Olli? Was denn? Ich glaube, ich werde LKW fahren. Oh je. Yeah. Oder machst du so, solche Streams, ja? Solche gewissen. Oh oh. Ja, aber wie live. Ja, ja, meine ich ja. Schön Dashcam vorne rein. Weil das machen selten welche, weißt du? Es gibt solche wie German Truck Driver und so weiter, ja? Aber die machen nur Vlogs und so weiter, ja? Und du würdest dann alles streamen, was du machst. So, heute fahren wir mit dem Auto, mit dem LKW von A nach B. Jetzt steige ich ein. Ah, das wäre auch was, weißt du, so ein Livestream. Du brauchst zwar sehr viel Datenvolumen, aber das wäre bei mir kein Problem. Ich habe ungedrosselt. Ich fahr mal tanken. Ja, gut, ich sag's mir so, je nachdem. Jetzt mal angenommen, ich entscheide mich dafür, LKW zum Fahrrad zu werden, ne? In der Spedition, für eine Spedition fahren, schön und gut. Aber lieb, du verdienst nicht so viel, wie wenn du als Suppler irgendwo für eine Firma fährst, weißt du? Ja, ja, richtig. Gut, als Suppler hast du natürlich den Punkt, du brauchst einen eigenen LKW. Ein Trailer nicht mal unbedingt, den kriegst du gestellt, je nachdem, aber einen LKW brauchst du einen separaten als Suppler. Einen eigenen. Das wäre halt eine Anschaffung, ja, die ich dann machen müsste. Aber je nachdem, was man sich dann holt für einen, beziehungsweise nehmen wir zum Beispiel mal den Scania Next Generation, die Next Generation Modelle, ne? Olli, guckst wieder aufs Handy.
Nee, ich habe jetzt hier gerade auf den Chat geguckt, weil hier hat gerade Bloody Assault geschrieben: Wow, eine Frau fährt LKW, cool, sonst wünsche ich euch eine gute Fahrt und viel Spaß. Vielen Dank auf jeden Fall, und wir waren vorhin nicht nur eine Frau, wir waren vorhin, wie viel waren wir? Drei. Drei oder vier? Vier. Sogar. Ja, drei. Vier, doch vier? Ja, Dani war da, also du bist ja immer noch da, Tanja war da, Franzi war da und Anna war da. Dann waren wir vier, ja. Aber da nicht Schwarzer, das zählt nicht. Ey, ihr habt Schnabel dort drinnen. Das muss ich rüberkommen. Müssen wir nicht nach Pescara runter? Olli? Ich muss jetzt erstmal nach Pescara rein, genau. Ja. Weil ich muss noch gut zu Aldi. Habt ihr schon von Aldi gehört? Was denn? Aldi bietet jetzt Wohnungen an. Wohnungen? Ja, die ersten kommen jetzt in Berlin wohl. In diesem Jahr noch. Aldi baut über ihre Aldi-Filialen Wohnungen. Und dort kann man dann halt zum Aldi-Preis sozusagen sich da eine Mietwohnung holen. Zum Aldi-Preis? Naja, okay, halt günstig, ne? Discounter-Preis halt für Miete. Da bekommst du dann schon solche Drei-Raum- oder Vier-Raum-Wohnungen für 300, 400 Euro. In Berlin. Die haben noch nicht mal angefangen mit Bauen und ich mache jede Wette, dass die Wohnungen dann schon wieder weg sind. Ja, ich glaube, die holen sich jetzt schon, obwohl sie noch nicht mal wissen, wie es aussieht. Richtig. Aber ganz ehrlich, für das Geld bei mir das persönlich auch scheißegal, wie das aussehen würde. Ja. Okay, ich habe jetzt eine Dreiraumwohnung und bezahlt 380 Euro, ja, aber ich wohne auch außerhalb von Berlin. Ja, ich wohne auf dem Land, habe eine 5-Zimmer-Wohnung und zahle knapp 2.500 warm. Ja. Irgendwas mache ich falsch. Aber es ist ein 5-Zimmer. Und hi, Jason! Mann, ey, was ist da denn die Leitplanke im Wege? Das gibt's doch nicht. Bin, was versuchst du? Leitplanken knuddeln oder was? Ich seh nix. Der war gut, Finn. Er hat gut ausgesehen, muss ich schon sagen. Wieso hast du nichts gesehen? Ich habe nur noch Danny gesehen. Und ja, ihn auch noch innen. Das Typische, wenn man in Leute reinfährt, ne? Mhm. Ja, ich konnte Gedanken lesen. Ja, jeder wie es verdient, oder wie heißt es schon? Oh, Kreisverkehr, nein! Das war so klar. Ja, diesmal bin ich reingekommen. Benedikt Seiderer, danke für dein Abo und schön, dass du reinschaust. 54% Schaden. Julius Hult, ich hab dich abonniert. Kann ich auch die Frau und deinen Kollege abonniert, wenn die beiden YouTube-Channel haben? Ich glaube, ihr habt keinen YouTube-Channel, oder? Also, okay, ihr habt natürlich automatisch einen Channel, aber... Ich hab einen. Wie viele Videos sind dort? 2, glaube ich. Doch schon so viele? Ja, den Channel, das ist... hat mehr oder weniger ein kleines Versuchskaninchen. Könnte man sagen. So, dann kommen wir wieder weiter, wa? Na, Moment, gell? Können wir nicht. Scheiße, er hat sich vergessen. Ja, ja. So was vergesse ich nicht, du. Ja, dann gib mal einen rauf. Du. Das ist gut, wenn er rauchen geht, mache ich auch was. Anusliebhaber. Was machst du denn? Ja, das geht dich nix an. Oh. Nee, ich füttere schnell den Hund. Ach so. Du dressierst kurz den Hund.
Ja, genau. Nee, er hat vorhin den Futternapf gebracht. Immer diese Tiere. Wie bitte? Wir nennen es den Hund füttern, ne? Ja, wir nennen es den Hund füttern. Okay. Aber nicht wieder Liebe machen. Ist nicht bei Minecraft. Echt nicht? Du versaust mir auch jeden Spaß, ne? Tja. Naja, was du machst, ist mir eigentlich egal. Mir tut nur der Hund leid. Wer weiß, was du mit dem anstellst. Wobei. So. Hallo, Olli. Hallo. Besorg dir einen Anhänger, sofort. So, dann haben wir ja noch eine sehr große Tour vor uns. So, wie viel ist noch? 1000 Kilometer? Naja, die Sache ist, dass zu unserer Tour, die wir jetzt noch vor uns haben, das sind jetzt noch glatte 1000, genau. Glatte 1000, wa? Auf einen Kilometer genau? Ja gut, bei mir sind es 1007 Kilometer. Ja. Ja, auf jeden Fall wäre ja jetzt der nächste Halt Bari. Mhm. Aber Bari ist der kleine Vorteil, das ist ja direkt an der Autobahn. Wir müssen jetzt nicht in Bari reinfahren. Ja gut, ich hab die Garage. So, dann kommt Taranto. Das Gute ist an Taranto, da müssen wir auch keinen Umweg fahren. Und ja, okay, wenn wir jetzt nach Catanzaro wollen, dann müssen wir rausfahren. Und ja, danach kommt ja dann schon die Villa San Giovanni. Ja, da müssen wir noch übersetzen und dann sind. Achso, ne, wir fahren ja gar nicht. Doch, wir fahren ein kleines Stückchen mit der Fähre. Ja, ja, ein Kreis sozusagen. Aber glaub mir, wenn die bei der Villa, der was weiß ich da bist, da, warst du da schon mal? Ja. Junge, das ist so geil gemacht, diese Altstadt. Richtig. Da fährst du mitten durch die Altstadt über alle. Ah, da fährst du wirklich durch eine Stadt, ne? Das ist ja das Geile da. Ja, ja, eben. Du fährst richtig über Pflastersträßchen, alte, urige Altstadt durch. Übrigens, wir hätten total abkürzen können normalerweise, wa? Ja, wir haben ja der Küste links runter. Ja, Napoli über die Fähre rüber. Ja, richtig. Das war nämlich die Strecke, wo es mir gezeigt hat. Weil das kommt drauf an, wie du dein Navi einstellst, weißt du? Ja. Du kannst dir dein Navi umstellen, je nachdem, wie du es haben willst. Nur Nebenstraßen oder sonst irgendwas. Nathalie ist noch wach. Nathalie, hol dir ETS und fahr mit. Ein paar Minuten fahren wir ja noch. So. Wer hupt da jetzt rum? Mal gucken, ob ich noch irgendwelche schöne Nachrichten habe. 20 neue Nachrichten. Ja, 19 davon sind wahrscheinlich von Lena wegen irgendwelchen Server, ne? nee. Aber wir können mal kurz, ich kann mal kurz auf ein Knöpfchen klicken. Du meinst die ärgern? Server kurz stoppen. Neu starten würde ja ausreichen, nein, mache ich nicht. Wer ist denn gerade drauf? Tanja ist drauf, Baumschen ist drauf und Lena ist drauf. Kann ja, ich Baumschen ist Kentra. Ja, oder Johannes? Nee, nee. Der wäre Johannes ein TS. Ja, stimmt auch wieder. Oh Gott. Bin schon wieder müde. Nicht nur du. Drei heute Morgen angefangen mit Ackern wieder. Hey, ich hab nächste Woche Spätschicht. Yippie. Aber das Geile ist ja bei dem Server, wo wir jetzt drauf sind, ich kann ohne Probleme die Serverversion ändern, ja. Ohne dass die Welt da irgendwie Probleme macht. Ich könnte jetzt von der Craft Bucket Version, wo wir jetzt drauf sind, könnte ich jetzt auf Vize Beast wechseln oder so. Hm. Oh, mein Handy bimmelt. Oh, das liegt so weit weg. Oder wir können doch ohne Probleme aufs Bigot wechseln. Von Bucket aufs Bigot. Da haben wir zwar keine Plugins mehr, aber wir haben Mods. Mods sind ja auch cool.
Mods haben sogar einen kleinen Vorteil, dann könnten wir wirklich das machen, was Lena wollte. Dass wir andere Tiersorten und so weiter mit einfügen können und Gefängnis und weiß ich was alles haben wollte. Lena will viel, was das anbelangt. Ja, 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 wenn sie wollte, würde sie, glaube ich, alles umstellen. Die will glaube ich, sogar Affen und Elefantenbabys und Papageien glaub, und was ich weiß glaub, alles. So viele Ideen, wie die am Tag hat, das kann man gar nicht alles umsetzen. Könnte man theoretisch vielleicht sogar umsetzen, wenn es die Mods und so weiter gibt. Aber stell mal vor, wenn da jetzt 200 Mods hier drauf sind auf dem Server, der 5 GB Arbeitsspeicher hat. So. Ja, so ist nicht. Ich habe theoretisch hätte ich noch einen 32 GB Arbeitsspeicher Server. Also daran wird es jetzt weniger scheitern. Aber ja. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich den Server hier schrauben kann vom Arbeitsspeicher her. Ja, der Witz ist ja, ne? Ich habe den Server, den wir hatten, der ist jetzt mittlerweile seit anderthalb Jahren abgeschalten, ne? Ich habe den seit Zahl für den immer noch jeden Monat die Gebühren. Okay. Ach, du hast den bewegt sich. Er ist da. Ja, natürlich. Du sagst doch nichts, wa? Dass du schon wieder zurück bist. Du hättest hier noch eine halbe Stunde gestanden, wenn du nichts gesagt hattest. Nö, gar nicht wahr. Ich wäre irgendwann losgefahren. Danny und Finn, wir fahren wieder, ne? Hm? Und Finn, du kannst ruhig mal was zwischendurch sagen, sonst fliegst du. Weil du musst ja alle 30 Minuten einmal was gesagt haben. Ah, ja, hier ist die Arbeitsagentur. Gibt's auch irgendwo ein Hartz-IV-Amt? Wieso? Stimmt, dann würdest du mehr verdienen, wie mit dem, was du jetzt machst, ne? Ja. Oh, na, als LKW-Fahrer verdient man ja nicht viel, ne? Das nervt mich jetzt schon, wenn ich dann ab dem 1. März kein Soldat mehr bin. Junge, ich verdiene vielleicht noch ein Drittel oder ein Viertel von dem, was ich jetzt verdiene. Nicht einmal. Wann musst du wieder arbeiten? Ich arbeite immer noch jeden Tag. Ach so, aber jetzt nicht mehr außer Ort, sondern kannst jetzt direkt nach Hause abends. Ja, ja. Ach so. Das war ja sonst auch immer so. Ich hab's ja nur 15, 20 User Minuten für Christian. Das zum Thema. Ja, das länger hab ich ja nicht. Das Typische, weiß ich, das mir gerade so vor. Morgens früh aufstehen, nach Syrien fliegen, abends wieder zurück. Ach so, nein. Das ist jetzt vorbei. Der letzte Einsatz, wo ich letzte Woche war, der hat ausgereicht. Dani, kommst du hinterher? Ja. Gut. Aber die Details kriegst du später. Also, ja, Details halt, in Anführungszeichen, ne? Wirklich viel sagen in dem Sinn darf ich dir nicht, kann ich dir nicht. Ich wollte nur mal gucken, ob der Kreis für KW durchgehend ist. Ehrenrundchen gedreht. So, schön Tempomat auf 90 stellt und was. Solche ruhige Runde heute hier, ne? Ja, ohne Zwischenfälle, vor allen Dingen. Ja, okay, was soll hier auch großartig passieren, ne? Ja, nee, generell, wenn ich überlege, letztes Mal hatten wir auch keine Unfälle. Aber wir sind alle 5 Minuten irgendwo für 10 Minuten gestanden. Aber ist euch was aufgefallen? Also, ja. Bewusst habe ich jetzt die ganze Zeit, wo wir fahren, keine Sau gesehen. Doch, wir wurden dreimal überholt. Und in Linz waren 2 Random-Fahrer noch. Aber es ist kaum was los, ne, hier auf Server 4. Ja, weißt du warum? 200 Weil Leute keiner... waren da. 200 Leute waren von, glaube ich, nur drauf. Ja, ja, aber die sind entweder in Italien oder in Skandinavien unterwegs. Ja, wir sind auch in Italien unterwegs. Ja, ja, jetzt mittlerweile, ja. Aber keine Sau. Danke, da wäre ich jetzt genau falsch gefahren. Danke, Finn. Und, was man dazu noch sagen muss, Finn und Dani sind jetzt komplett aus der Karte weg. Ich hab dich auch. Ja, doch, dich hab ich noch im Schirm. 360 Meter. Ich hoffe, die anderen beiden fahren richtig. Nicht wie vorhin, meinst du? Naja, Finn und Dani waren von ziemlich dicht bei mir und jetzt sind sie weg. Wir halten da an der Tanke schnell an. Dann gucken wir mal, ob sie richtig gefahren sind.
So, das ist Auto und das ist perfekt. Also hier sind Parkplätze, der brettert hier einmal durch wie so ein Geisteskranke. Ja, ich will rückwärts einparken. Ja, genau. Wo denn? Auf dem Standstreifen, wo man nicht parken darf, ein Parkverbot ist? Ja, ist hier einer. Pfeifenkopf, ehrlich. Ach, guck mal, da sind sie. Sie sind richtig gefahren. Und los. Was? Ich hab gerade eingeparkt. Du stehst ja noch immer nicht. Deine Einparkkunst hat man in der letzten Firma gesehen. Ja, ich kann das ganz gut, ich weiß. So, im linken Spiegel gucken ist frei. Au! Dani habe ich noch gesehen, aber dann kann doch ein Finn um die Ecke. Ja, ne. Habt ihr den Funk eigentlich an? Ja. Nein. Welchen Kanal bist du? Auf dem 9er oder auf dem 19? Ich bin, glaube ich, auf dem 19. Ne, auf 9 bin ich. Auf 9. 9. Wir haben uns ab und zu mal immer einen Spaß draus gemacht, ich und drei andere. Wo die No Damage und der Speedmod noch funktioniert hat, ne? Mhm. Sind wir ab und zu hingegangen, wenn wir jetzt ein Stück Auto, wie zum Beispiel hier dieses ewig lange gerade Stück, ne? Und wenn auf so einem langen geraden Stück irgendwo eine Brücke war, sind wir hingegangen, einer stand unter der Brücke, einer stand wirklich mit der Zugmaschine anstoßend am Anhänger von dem Vordermann, ne? Und einer ist mit Speedmod aus 2 Kilometern Distanz ungefähr mit Vollgas mit 200 Sachen da hinten reingepfeffert. Und dadurch, dass der da hinten so reingepfeffert hat, ist der in der Mitte dann quasi ein Stück weit in den Anhänger des Vordermanns reingebackt und ist dann durch so einen Glitch nach oben weggeschossen. Da haben wir mal Hochsprung gespielt. Wer schafft es, den anderen über die Brücke zu katapultieren? Da kamen durchaus witzige Bilder zustande. Irgendwo habe ich noch nämlich noch ein Bild, da bin ich nämlich der Vordermann gewesen. Und der, wo in der Mitte stand, wo hochgeflogen ist, ist dann quasi exakt wie ich auf mir drauf gestanden. Mhm. Nur mit Dach auf Dach. Das war echt witzig. Irgendwo habe ich glaube noch den Screenshot davon. Ja, Finn? Sehr nett. Truppenknuddeln hier. Überhaupt noch ein TS? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Kann ich drauf tappen? Oder im Fahrrad? Oh, Finn, ich kann nichts sehen. Nein! Oh, Junge. Ah ja, komm vor der Rolli, der war. Ah, Jungs! Jungs, bleibt doch mal auf einer Spur hier, hallo?
So, da bin ich wieder. Ich habe nur ganz kurz eben nebenbei einen anderen Livestream verfolgt. Aha. Aha. Deswegen konnte ich jetzt gerade nicht irgendwas sagen, weil sonst hätte das einfach nur gerauscht. Gesundheit. Gesundheit, ja. Na, gefällt dir das? Ach, Jungs! Du wirst eben hart von beiden Seiten genommen. Wahnsinn, ey. Ja, von zwei Jungs, ey, das ist ja... Naja, ich hab mich schon dran gewöhnt, dass die mir fremd geht. Ja, ich will ja nicht, Jungs! Rechts, links, geradeaus, rechts, ich fahr rechts. Boah! Ja, ich musste mich gerade für eine Spur entscheiden. Ja! Ja! Boah, also mit euch fahren macht keinen Spaß jetzt. Warum nicht? Gerade, das macht ja Spaß. Weil man nicht sieht, wenn ihr beide wie mich reinfahrt hier die ganze Zeit. Also ich sehe alles. Die habe ich hier hinten, keine Schnauze. Habe ich vorhin gehört, ich sehe nichts. Ah, shit. Schaden. Also ich habe doch immer 0% auf beide. Du Glücklicher. Ja, es liegt einfach daran, dass ich im Gegensatz zu euch fahren kann. Ja, eben. Ja. Oh. Hey Jungs, was macht ihr da? Nehmt euch ein Zimmer. Ist das dein neues Lieblingswort? Hey Jungs, hey Jungs, hey Jungs. Ja, ist doch wahr. Jungs gegen Mädchen, Mädchen gegen... Hi Marlon. Ich finde, das hört sich so putzig an, wenn Dani Hochdeutsch redet. Mann, lass mich doch. Sag ja, Olli, das war ein guter Trick. Richtig, das war ein sehr guter Trick, Olli. Ja, die anderen verstehen es uns nicht. Ah, endlich mal freie Fahrt hier. Jetzt hast du richtig knuffig. Wie findest du mein neues Profilbild? Ich kann es leider so gut wie gar nicht sehen, weil es ja zu klein ist. Aber das ist gerade gut abgehängt. Oh, unser Hund ist gerade reingekommen in meinem Zimmer. Schnuppert hier wieder rum. Wir sind in Bari. Juhu. Nicht. Das heißt, es fehlt nicht mehr viel bis zum Ziel. Aber ich glaube, wir schaffen es nicht mehr bis 22 Uhr. 700 Kilometer. Sagen wir mal 22 Uhr. 20 sind wir durch. 22 Uhr 1. Ramsam, Sam, Ramsam. So viel zum Thema Sicherheitsabstand, Uli. Ja, ich bin halt nur Autofahren gewöhnt, ja. Ich kann das mit dem Hänger noch nicht so einschätzen. Ach ja, warte mal, du wolltest ja zur Garage, ne? Ja. Olli, wo fährst du hin? Da, wo ich hin muss. Ich fahr Olli einfach hinterher. Ja, der ist abgebogen zur Garage. Was machst du, Olli? Du musst doch keine Mod bezahlen, wenn ich hier lang fahre. Ja, ich hab halt die Autobahn verlassen, ne? Oh shit. Ich dreh mal um, ne? Ja, ich fahr auch grad ab. Ich dreh da hinten irgendwie. Obwohl, nein, ich fahr weiter. Auf der Autobahn. Kurz nach Bari. Olli, siehst du Bari und Torino. Olli, kommt eine Tanke auf der Autobahn, da warte ich. Mhm. Keine Lust jetzt extra in die Stadt reinzufahren. Hab ja die Garage da schon. Erster Aufenthalt in Bari. Ich weiß gerade jetzt nicht, wer vor mir ist. Ja, bei mir auch. Hui! Bremse, 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 bremse. Oder Ollis Lieblingswort im ersten SSO-Stream. Bremse, Bremse! Oh nein! Ja, dass ihr da auch solche Langeweile habt, ja, und ihr euch da irgendwelche Videos anschaut. Oder noch von so einem komischen Kanal, ja. Ja, ich sehe nur voll Trottel in diesem Kanal hier. Ich muss weiter. Oh, nach vorne fällt ein Olli und eine dann. Habt ihr schon die Wäsche gekauft? Nee, ne? Nee, wir sind gerade erst da. Ich fahre jetzt auch eben hin.
Wie lang? Weißt du, was ich jetzt mache, Olli? Eine rauchen. Drei stehen. Clever gemacht, ne? Warum verfahre ich mich denn da? Du hättest vorhin gar keine rauchen müssen. Du hättest abwarten müssen, bis wir eine Garage haben, wo du nicht hin musst. Ja, nee, weißt du warum? Da hätte ich nämlich eher aufgepasst und wäre wahrscheinlich noch abgefahren. Ja, okay. Jetzt mal gerade mal gucken. Der wieviel ist heute der dritte, ne? Ah, ja, nee, stimmt gar nicht, der zweite. Leute! 10.02.2020. Also laut, ich hatte heute schon die Zeitung vom Morgen im Briefkasten, heute Nachmittag, ja. Sag ich auch schon, heute ist der dritte? Was stimmt da nicht? 10.02.2018, Bad Krozingen. Okay. Hab ich mich dreimal verfahren, jetzt habe ich die einfach Auswahl verpasst. Dadi! Ja? Nächstes Wochenende kommst du mit nach Bad Krozingen, habe ich gehört. Komm ich hin, bitte? Mit nach Bad Krozingen. Ach, woher... Was? Ne. Wie, nee? Warum nicht? Ich muss arbeiten, Hase. Das ist ein Samstag. Nein, stimmt gar nicht. Das ist ein Sonntag. Ja, nee, da kann ich nicht. Ich hab meine Schwester Geburtstag. Und? Weil, wie soll ich denn da hinkommen überhaupt? Prioritäten setzen. Also, Familie ist Priorität. Das ist ein Samstag. Samstag, kein Sonntag. Ja, und wie soll ich da hinkommen? Du musst nur bis nach Basel kommen. Ah, nee. In Basel gabeln wir dich dann auf. Ah, oh, nee, danke. Wieso? Ja, nee, erkläre ich dir nachher. Seid ihr alle kann da? Ich, kann... Nein, ich. Ich warte beim Kreisverkehr, dass ihr wisst, wo wir abbiegen. Dani, du kannst dich zu mir freuen, okay. Da ist es schön warm und kuschelig. Das wird eh ein Spaß. Jetzt habe ich wieder zwei Stühle umgehauen. Das wird ein Spaß nächste Woche, Olli. Mhm. Schön, großen Traktor. 11 Tonnen hinten dran hängen. Anhänger, weißt du, Fastnachtswagen? Falsch. Mit 17 besoffenen Fastnachtlern hinten drauf. Und der fetten Antrag. Und damit 87 Kilometer fahren. Ach ja. Bye bye Bari. Bari klingt fast so wie Bali. Nur dass Bali, glaube ich, ein bisschen wärmer ist. Berlin, musst du sagen, wenn dann. Ne, Bali. Hm. Ich rede aber von Berlin. Weißt du, wer Berlin ist? Nö. Oh, kennt jemand wohl nicht Herr der Ringe? Nee, ach, das ist ein ja. Zwerg. Gut. Ach, guck mal, die versteht mich, die hat Ahnung, aber du bist ja, einfach ein hoffnungsloser Fall. Natürlich hab ich ja nur, ich lieb das. Ja, Herr der Ringe, es gibt nichts Geileres, Alter. Das ist ja... Ich hab die kompletten 6 Teile mit Hobbit mitgerechnet, schon so oft gesehen, dass ich es gar nicht mehr zählen kann. Also, wir fahren gerade durch, ne? Olli? Ja, aber es wird ja schon soweit sein, oder? Nö. Ich bin noch am Rauchen. Okay, wir halten an. Wir sind gerade freigefahren, oh Dani. Was denn? Du kommst hier rein, hast du Sammel? Ja, das war ein Beschleunigungsstreifen. Oh, Olli! Nee, Finn. Er fängst jetzt schon an wie Lena, oder was? Oh, Olli. Oh, da geht ja gerade einer ab, Olli, hast du gehört? Jungs, hab ich schon 22 Uhr? Nee, noch nicht. Wo fährst du hin, Danny? Magst du mich nicht mehr? Oh, wer klingelt denn um die Uhrzeit noch bei mir? Warte mal kurz. Ich muss kurz an die Tür. So, ich genieße jetzt meinen letzten Lebkuchen, den ich besitze, ja? Kannst du mich für viel abgeben? Zu spät. Gut, dann kriegst du meine Pickup auch nicht mehr. Zu spät. Hast du Pickup gesagt? Hä? Also jetzt nicht Auto-Pickup, sondern ja, ich weiß. Ja, die tauschen gegen ein halbes Lebkuchenherz.
Zu spät. Wir haben zwei. So noch schön knuspern gehört. Und der Sonne. Ja, ich hab's jetzt gehört. Ich hab auch eine Salzstange hier, ne? Hallo. So, was spiele ich denn jetzt schönes für? Vielleicht schwerhörig. Was spiele ich denn jetzt für den nächsten Song? Ich hab keine Musik. Ah, ich hab hier einen Song gefunden, was ich spielen kann. Electrolyte mit Symbolism. Oh, finde ich. Nee, das ist. Nee. Olli. Kennst du, ne? Ja. Mach mal. Was kenn ich? Den Song Symbolism von Electrolyte. GTD? Ja. Ja, also ich. Du bist sicher, was du dann machst, ich hätte den Song eh nicht. Wesley, beeil dich bitte. Aber ich kenn das Lied. Das ist das Intro. Ja. Ach ja, sie hat gestern ein neues Video rausgehauen, ne? Noch gar nicht gesehen. Ich nicht. Das ist wirklich. Ist es wert. Also, es ist es wert, es anzugucken. Könnt ihr den ganzen Tag angucken. Kommt der jetzt noch irgendwann wieder? Ja, in dem Sinn werde ich jetzt einfach mal schnell was zu essen bestellen, denn ich habe jetzt Hunger. Jetzt noch bestellen? Klar. Bei mir muss ich spätestens bis 22 Uhr, glaube ich, bestellt haben, sonst kommt nichts mehr. Ja eben, siehst du, es ist 21.15 Uhr. Na, nicht ganz. Na gut, dann halt 51. So, Dani, ich stehe jetzt in dir drin. Kannst du ein paar Chips abgeben? Nein, sorry, schon alle weg. Ach nee, ich habe gar keine Chips. Ich weiß nicht, wie ihr auf Chips kommt, Jungs. Ja, oder Knäckebrot. Ja, das hast du gar nicht gern. Kommt das Ekel? Was ist dir dann? Warum ist dir dann so? Ey! Was, bin ich fertig? Moment. So. Jetzt. Nochmal bitte. Also nochmal, für die, die nicht zu die Deutsch rennen. Dein Essen kommt circa um halb. Sind wir bis dann fertig? Ja, wenn wir weiterfahren würden, dann schon. Aber ich weiß jetzt nicht, wann er wiederkommt. Hat er geklingelt bei ihm? Ja. Da kommt er gar nicht mehr wieder. Was, ich höre nur Mimimi. Ja, na, dann fahr mal los hier. Ihr blöden Penner, ihr Elendigen. Weißt du, ist noch mal kurz nicht da und wird nur blöd gemacht. Na, ihr Essen kommt um halb. Hallo, ich hab Hunger. Der gibt mir wenigstens was ab. Ja, dann komm doch alle. Da ja, sterben wir. Ich hab mir ein bisschen Picker. Was gibt's denn? Bulleflügelin. Kannst du Dinge? Warte nochmal. Bulleflügelin. Ich weiß ja nicht, was heute bei YouTube los ist. Wir haben einen Zuschauer, ja? Sonst haben wir normalerweise 20 bis 30. Ui! Olli, du musst nicht stehen bleiben, das ist dir bewusst, ne? Ja, ich bin mit 30 durchgefahren. Ey, Finn. Was ist? Hol dir einen verschissenen Anhänger. Warum soll ich den verschissenen Anhänger holen? Weil es Nerven kostet, wenn du ohne Anhänger mitfährst. Ja, kein Olli, Kommentar. Olli, was machst du? Also, teilweise kann man mal hier rüberfahren, aber heute mal nicht.
kein Kommentar dazu. Okay. So, und ausnahmsweise bin ich mal nicht der Blöde. Das hat sonst immer funktioniert. Aber das Komische ist, ich habe keinen Schaden bekommen, ne? Ja, aber irgendwer fährt da gerade in die falsche Richtung. Nö, ich fahr zur Garage. Ach, das bist du. Oh, okay. Ich hab die Garage markiert. So. Ah, da vorne ist ein Kreisverkehr. Oh, da ist ein Kreisverkehr. Dann muss ich hier rechts weg. Ja, das ist die normale Route. Linksrum geht's zur Garage. Ah, sü. Boah, Alter. Ach, da seid ihr ja. Mit 140 durch die Ortschaft, das ist realistisch. Hi, Wesley. Zu langsam. Ja, ich bin ja auch 50 in der Stadt, die fahren, ja? Und nicht so wie du. Bitte, ich fahre nicht viel schneller. Was kostet das eigentlich, wenn man jetzt 140 statt 50 fährt? Dein Führerschein. Und ein Aufbauseminar. Also ich und ein paar tausend Euro Strafe. Ja. Ich habe bloß 560 bezahlt. Kannst mich fragen, ich könnte ein Lied von singen. Olli, deine Reifen sind platt. Sind sie gerade? Deine Reifen sind platt, Olli, von dem Auflieger. Naja, bei mir kann eine Achse platt sein, ich hab nur zwei unten. Ich hab die Garage schon längst gekauft hier. Ja, ich auch. Haha. So, weiter geht's. Super. So, kostet Eintritt, wenn man hier raus möchte. Raus möchte. Also. Tschüss. Spannung. Hat wieder nicht geklappt. Aber einfach nur so schmerzfrei. Olli knutscht das, wenn ich fand. Ja, ich hab bis noch Dani gesehen und da war ich dann auf. Ja, ich hätte ja auch einfach nur warten können, bis du rausgefahren bist. Das ist eigentlich meine Schuld. Dani Spatz. Ja. Darf nicht immer so freundlich sein und dich entschuldigen. Ja. Ich bin nur mal ein höflicher Mensch. Naja, bis zu einem gewissen Grad. Soll ich mal höflich sein? Ich geb dir gleich höflich eins am Klopper. War das höflich? Ja, war das höflich? Das war noch höflich. Das war noch höflich ausgedrückt. Ehrenrunde, Ehrenrunde. Ah, Olli, du auch? Kater, hi, Tag schön. Du auch, Olli? Okay, der war nicht. Ehrenrunde Nummer 3, Ehrenrunde Nummer 3. Ja, da war ein Kater. Guck mal, cool, ich hätte nicht hier rumkommen kann, ey. Tschüss. Ja, Jung. Oh, Mann. Also, ich hab jetzt 3 Runden gedreht im Preis, jetzt müsste reichen. So, nächster Halt, Catanzaro. 8 Runden. Ich überhol dich. Ich überhol euch. Du zählst nicht. Du cheatest ja. Und rechts! Ah, scheiße. Olli! Ja, Kater, ich merke schon, dass du ziemlich oft Langeweile hast. Ach, da kenne ich noch so einen. Was denn? Wie sie sich gleich angesprochen fühlt. Mach doch gar nichts. Ich zuckele hier ganz hinterher. Na, ich will ja nichts sagen. Ja, wir haben gewisse Leute wie Tanja, Dani, Lena und so weiter, sind ziemlich dolle Suchtis geworden bei Minecraft. Ja, was ist das? Das stimmt wohl. Was denn? Das kann ich bestätigen. Gar nicht wahr. Ja, ne? Die verbringt den ganzen Tag auf dem Minecraft-Server.
Ich würde drauf auch schlafen, wenn es gehen könnte. Oh cool, Landstraße. Was? Wollt ihr wirklich, lol, wollt ihr wirklich das besuchen? Was denn besuchen? Was denn? Was ist die Funktion? Was meinen Sie, Kater? Ach. Kater? Ben, was machst du da? Ich habe deine Mutter auf die Funktion. Ja, ich kann nichts sehen. Danke. Da guck da vorne. Denkst du, was ich mache? Nach rückwärts schauen? Wir sind mit. Ach so, kann ich doch nicht wissen. Gut gedeutscht, Schatz, oder? Entschuldigung. Nach rückwärts. Olli, du weißt doch, was ich mache. Ja, es ist schwer, das Ganze immer auf. Durchgezogene Linie, du darfst nicht. Ja, deswegen bleibe ich auf der linken Seite gerade. Du weißt, was ich machen kann? Du hast auch eine durchgezogene Linie. Ja, aber ich bin Gott, ich kann das. Du cheatest. Weißt du, damit will der Audi noch. Ach so, ja, Kater, da müssen wir da hin. Nach Catania müssen wir. Und da kommt Kater drin vor, da hast du vollkommen recht, bist mit C geschrieben. Hier ist 70. Schön, dann fahr 70. Er fährt mehr als 70, eindeutig. So, das ist ein Kreisverkehr, versuch's doch nochmal, Olli. Nein! Ich zeig dir mal, wie das geht. Und zwar genau so, wie ich es gemacht habe. Angeber. Wenn du Zentralversager kriegst, dann nicht hin. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt, glaube ich, mit Vollgas drüber gebrettert wäre, dann hätte ich mich, glaube ich, übergeben. Oder überschlagen. Natürlich. Ich fasse das Gleiche. Jetzt rechts davon. Wie war das noch vorhin? Ich war gerade so vor, weißt du? Bei der Polizei. Oh, mein Auto hat sich übergeben. Dieses vorne nicht was von wegen, wird nicht durch einen durchgefahren, alle? Ne, machen wir auch nicht. Sag das mal Finn. Solche Ferkeleien. Straßensperre. Dafür kann man auch noch ziemlich gut vorbei. Schade, Mist. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen langsam machen, Olli. Aber wir sind ja schon fast am nächsten Ziel, wa? Sind wir? Weiß ich nicht. Nein, das ist noch ein gutes Stück. Aber wir haben bloß noch 480 Kilometer insgesamt. Aber das nächste Ziel ist, meine ich, Villa... Hanna, hi, kannst du Jana und Bo grüßen, bitte? Wer ist denn Bo? Wer ist Jana? Oder meinst du und Co? Auf jeden Fall, Jana, schöne Grüße und Bo. Bo? Auch schöne Grüße. Und hi, Hanna. Wer ist denn Jana und Bo? Oder soll es und Bo heißen? Ja, das ging ja ruckzuck. Tschüss, Donny. Ja. Ich bin ja auch so, das geht jetzt immer schnell bei mir. Ja, ist logisch. I'm not müde. Nein, überhaupt nicht. Man hat's fast nicht gehört. Sekunden schlafen. Das hatte ich beim 24-Stunden-Stream mehrmals. Was? Sekunden schlafen. Alle Achtung. Meine Freundin und mein Freund. Dein Freund heißt Bo? Hat er nicht mal Interesse, sich einen ordentlichen Namen zuzulegen? Sagte der Olli. Na, Bo, wie kann man Bo heißen? Wie kann man Olli heißen? Ja, Olli ist was Ordentliches, was Vernünftiges, weißt du? Was? Nee.
Aber wo? Ist okay, Olive. Rob mich nicht. Nee, das war ja Olivia, ne? Gestern. Ja, gestern schon. Aber offiziell kommt ja verdammt. Mein Name vom Pflanzer des Ölbaums oder so. Ja, so sehe ich aus. Apropos, ja, wir fahren ja nicht umsonst Öl, ne? Wenn wir schon dabei sind. Da ist doch aber eine Wand, Dani. Was? Das war, glaube ich, eine Wand. Ja, ich denke schon. Du kannst nicht sagen, hast ein Brett vom Kopf, du hast eine Wand vom Kopf. Ah, alles klar, 100% Schaden, läuft. Ach, Finn. Nein, alles gut, ich hab noch null. Ja, sicher. Ich könnte jetzt gar nicht mehr fahren, wenn ich 100 hätte. Doch, geht schon, aber es ist Glückssache, ob der Motor nochmal anspringt. Ja, hatte ich aber schon mal gehabt. Ach, Preisstand war mir vorbei hier. Nichts Falsches sagen, ist neben mir am Telefon. Ah, okay. Mein Freund heißt Nico, aber nicht den ihr kennt. Besser so, dann ich kenne keinen Nico. Ich kenne auch keinen Nico. Jetzt hätte ich gerade beinahe mein Lenkrad vom Tisch runtergeklaut. Aha. Irgendwie macht das Spaß. Ja, man sieht's. P28HDTV, PerTV. Broiler fragt, wo du gerade bist. Wo sind wir gerade? Wir sind gerade. Wir fahren jetzt in Catanzaro raus. Catanzaro. Nicht Catanzaro. Wollt ihr los oder was? Oh oh. Nein! Zumindest fahren wir jetzt in diese Richtung. Ich fahre einfach Olli in der. Da ist der Ort. Catanzaro. Ich fahre einfach irgendwie. Olli, war nicht so schnell. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, du kannst auch schneller fahren. Ach. Ach. Bin ich jetzt falsch? Und zum Glück noch nicht. Ich dachte schon. Ein Finn hat mich überholt. Na, kein Grund. Ein Olli hat mich überholt. Ja, wo du angehalten hast. Hanna, meine Freundin Jana ist jetzt im Stream. Hallo Jana. So, 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 so. Schon wieder. Erster Aufenthalt in Kata. Das wäre doch schlimm, oder? Erster Aufenthalt in Kata? Es ist noch Katanza. Oder wie? Ah, hier vorne hat jemand eine Panne. Ich bin's nicht. Ausnahmsweise. Kann er wohl nicht fahren, wa? Oh, Kreisverkehr. Nein! Und der kann auch nicht fahren. So. Ich geb's ja zu, wer so schlimm ist, fährt auch selber schuld. Aber mir macht Spaß. Das ist ja das Wichtigste. Genau. Ist hier schon die Werkstatt? Oh, warte, nein! Das darf nicht wahr sein. Hallöchen, Tanja! Aua! Schaden. Tanja? Hallöchen, Tanja! Kater, nee, Olli, ich glaube, du willst dich nicht in mir auf. Was? Aufenthalten?
Ach, Tanja ist Jana. Ah, Hayana Tanja. Tanja Jana. Hä, hey, was? Wahrscheinlich mit dem Account von der Mutter oder so. Tanja Joy oder was? Ich glaube, ich muss mal zur Werkstatt. Ich nicht. Oh, ich habe 14% Schaden, aber das ist ja. Ich habe hier 770 Millionen. Und warum stecke ich jetzt bitte schon fest? Oder nicht? Ist da wirklich eine Antwort drauf? So, dann warte noch kurz auf die anderen. Und ich gehe in der Zeit kurz gucken, was hier so los ist. Hey, wake up! Was will er dann? Ach, da schreibt irgendwas auf. Habe erstmal ein Like da gelassen. Vielen Dank dafür. Die Verbindung zum Server von Zweitor ist immer noch unterbrochen. Aktualisier mal. Nach einer Zeit hört es auf, automatisch zu aktualisieren, selbstständig. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Hey! Hallo! Oh Gott. Ah, hallo! Hey. Oh Gott! Schlimm. Was ist schlimm? Wir haben mal gesagt, wir kommen mal zu euch rüber. Also die Dana und der Speedy kommen beide von mir. Ah, Tag schön. Ja. Ja, irgendwie ist heute ein komischer Tag, muss ich ja mal sagen. Das ist ein komischer Tag? Ja, heute ist ein komischer Tag, heute ist irgendwie nichts los. Ja, bei mir ist auch nichts los. 5 Zuschauer. Aber, ehrlich? Ja. Aber der Server ist doch voll. Ja, 200 Leute auf dem Server heute. Da, wo bist du? EU3? 4. So viel? Ja, wir sind auf der 4, weil es gewisse Personen gibt, die sich nicht trauen, auf einer 3 zu fahren. Doch gar nicht wahr. Und ich bin auf der 3 unterwegs. Also wir können jetzt ein bisschen den Spielfaktor erhöhen und wieder auf 3 wechseln. Nein! Was? Voll eingeplägt. Oh, ihr Saftsäcke seid schon losgefahren. Nee, wir stehen hier. Wir sind keine Saftsäcke, wir sind Trucker. Okay, warte, ich komm zu dir. Wo bist du? EU4 oder was? Wir sind derzeit EU4 bei Catanzaro. Ja, warte, ich komm rüber. Immer 2 Sekunden. Allerdings haben wir eh nicht mehr viel Fahrt vor uns. Wie bleibt ihr denn noch vor euch? Was wollt ihr noch machen? 335 Kilometer. Und wer will's ausmachen? Da mache ich, glaube ich, heute sogar schon aus, ja. Ach komm, lass uns noch eine Runde drehen. Komm, wir drehen noch eine Runde. Und wir machen das noch. Was heißt bei dir eine Runde? Wir gucken mal. So Norwegen, Spanien. So Norwegen, Spanien, lustig. Also Spanien wird interessant. Ich weiß. So, warte, ich komme jetzt zu dir. Lena schreibt gute Nacht, Lena. Nacht, Lena. Jetzt wird wieder langsam wärmer draußen, deswegen sind die wieder irgendwo alle unterwegs, ne? Ach echt, bei uns hat's halt wieder geschneit. Wo ist nicht noch Schnee? Ja, so langsam wird's wieder Winter. Du sag mal, du fährst doch auch, du hast doch auch den Wintermod rausgenommen, ne? Ja. Schneit das bei dir? Nee. Bei mir hat heute geschneit bei 25 Grad in Italien. Ja, manchmal ist es komisch, ne? Manchmal ist schon echt komisch, ja. So, sag mal das Land, wo du bist. Italien. 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 Dann komm ich erstmal nach Italien. Pass mal auf, meine jungen Freunde. So, wie heißt die Stadt, wo du bist? Catanzaro. Nein, vergiss es. Alle ist Casino.
Taranto? Nein, da waren wir schon. Da bist du. Stückchen weiter runter, bist genau. Bist du schon da? Ja, wir stehen da gerade, wollen wir weiterfahren. Gut, ich bin gleich da. Gib mir 2 Sekunden, ich fahre leer mit. 2. Papa kommt. 1. Was? Nee. So. Ist wohl noch nichts mehr schaffen. Aber nicht da. Tatsächlich, da ist er schon. Ich hab doch überall eine Garage, ist doch schlimm mit mir. Ja, ich fahre hier gerade alle Städte ab. Wir sind jetzt, glaube ich, in der 4. oder 5. Stadt, wo wir die Garagen abfahren. Bin ich jetzt in deinem Stream zu sehen? Geil. Ja, 6 Zuschauer könnte ich sehen. Fahr mal ganz gekonnt an dir vorbei. Ja, theoretisch könnten wir weiterfahren, würde ich mal sagen, wa? Sind alle weiß? Bin ich auch weiß bei euch? Nee, du bist rot. Ja. Ach so, dann hast du mein DLC, ja? Das wär's dir noch, der rollt. Der rollt. So, dann geht die Fahrt weiter, würde ich sagen. Ich drehe noch ein paar Runden im Kreisverkehr, bis ihr dann kommt. Ja, eigentlich Vorfahrt gewähren, das hättest du eigentlich vorbei fahren lassen müssen. So. Ja, ich hab Angst gehabt, dass ihr nicht bremst, weißt du? Fahrt mal, ich häng mich hinten ran. Ich hab vorhin schon einen hohen Schaden bekommen hier. Weil mir einer reingefahren ist. Also ich war's nicht, Herr Leid. Ausnahmsweise mal. Ja, Hummel. Du bist mir beim letzten Mal 3-mal hinten reingedonnert. Aber und das du hast Zugkriege gehabt. Naja, alle guten Dinge sind 3, ne? Ja. Weißt du, was der Witz an der Sache war, Olli? Was denn? Die ist mir hinten reingebrettert, obwohl wir 470 Meter zwischen uns hatten. Stimmt doch gar nicht. Natürlich. Wow, das ist echt ein Seich. Zu stark geleckt, oder was? Ja, das war wirklich geleckt. Ja. Dann nur recht. Jana schreibt, kannst du Bo und Hanna grüßen? Was ist? Ich werde nichts sagen, ja. Heißt er wirklich Bo oder ist Bo ein Spitzname? Gab's da nicht mal eine Band von Bo? Warte mal. Stimmt. Hieß nicht der von Kung Fu Panda auf Bo? Mhm. War es nicht das Bo oder so? Das ja, das Bo, genau. Nee, das Boot, aber war nicht das Bo? Aber das war so eine Band, das weiß ich nicht. Fahr jetzt gerade hier Sunny hinterher. Mhm. Vorsicht, sie mag es nicht, wenn du in ihr bist. Olli! Nee, die hat 13 MS, dann läuft das ein bisschen bei ihr. Duckt nicht sowas. Ah, sie hat wirklich eine geile MS, ich jetzt auch erst. Ja, die hat eine mega coole MS. Was? Du hast die beste MS von uns allen. Was heißt das? 13 Millisekunden plus. Das heißt, du hast den besten Ping. Aha. Der wenigsten Versatz. So, machen wir jetzt noch FPS-Vergleich? Oh. Ja, dann müsste ich ja total abkacken mit dem Stream. Das auf jeden Fall. Der heißt Bo. Der heißt wirklich Bo. Der Arme. Ja, aber ihr müsst keine Vor- und Zunamen reinschreiben im Chat, ja? Und zu. Wegen geschlossen, ne? Verdammt, ich komme nicht ran. Oh, Finn, bist du langsam? Ja, ich versuche da gerade jemanden zu. Ach, funktioniert eh nicht. Ups. Ja, ich war ja auch mit Automatik und kein Schalter. Ja, habe ich hier schon wieder Finn oder was? Ja. So, ich mache das Autopilot rein. Ah, es ist entspannt, das Fahren. Ich weiß gar nicht, wie wenn es so ewig gerade ist, ne? Ja, da kannst du wirklich einfach so Tempomat rein und bye-bye die Dana von... Jetzt hab ich den. Weg. Na. Die Dana mochte wohl nicht reden. Mann, Junge. Hey! Ich glaube, wir vergraulen deine Leute. Hey, alles gut. Ach so, dürfen wir also.
Ja. Ach ey, hier ist ja keine Colli. Ja. Bin ich ja gar nicht. Wie viel Pässe hast du denn? Das hast du mir nicht eingestellt, dass ich sehe. 730? Oh, ja, könnte sein. Wo kann ich das denn einstellen? Ich brauche wieder ein extra Tool dafür, oder? Wenn ich das sehen würde, ETS, wie viel FPS ich habe. Oh Gott. Ach, kann ich auch einen Overwolf aktivieren? Ja, dann hast du oben links in der Ecke die FPS-Anzeige. Ja, da sehe ich gerade, dass du redest. Und jetzt rede ich. Ne, das funktioniert bei mir gerade mal wieder nicht. Jetzt ich. Mal gucken, was Dana geschrieben hat. Jetzt Bräuder, jetzt Honey, jetzt ich. Ich hab gar nichts Zeit, stimmt doch. Ja, du hast aber geatmet. Ja, die Tastatur kam durch. Oder das. Oh nein, die Scheißkurve, ich hasse die Tönn. Oh, mi. Nautzerhase. Übrigens, es ist nach 22 Uhr, wir dürfen uns beleidigen. Scheiße. Oh Gott. Gibt's jetzt halt irgendwelche Regeln? Olli, bremst mal. War das denn? Ist er bremsen? Ja, bremst. Okay, Moment. Tobias! Ach ja, ist ja keine Colli. Nee, leider. Ja, Mehr als geknallt. Hallo. Ich park mal da vorne in der Parkbucht. Ich gebe einfach Gummi jetzt. Meine Einstellung bei ETS macht sich automatisch zu einer Bremse. Ach so, warte mal, Dani fällt ja auch noch, ne? Ja. Ja, wo bleibst du denn da hinten? Ich komm. Schatzele. Kater ist noch da und schreibt mi. Magst du den Namen Bo? Ich finde ihn ziemlich ungewöhnlich. Ich habe ihn noch nie so wirklich gehört, glaube ich, den Namen. Doch, bei Kung Fu Panda. Ich glaube, du hast echt Bildungslücken, dass es knallt. Das war eiskalt durch alle durch. Oh. Was hat das mit Bildung zu tun? Du kennst auch nicht Balin von Herr der Ringe. Du hast Bildungslücken. Ada, hi! So. Ich kann mir jetzt eine Werkstatt suchen. Ja, ich werde nichts sagen. Wir haben hier nur Collision. Ja, du schaffst trotzdem Schaden zu haben. 65%. So, wo ist denn eigentlich die Dani hin? Dana? Ach, dann. Ey, ich geb dir gleich Dana. Ach, stimmt, dein Essen ist ja da. Nein, es ist erst 20 nach 10. Wieso ist dein Essen jetzt schon da? Ja. Ja, ganz einfach, weil die mich kennen. Verräterin. Apropos immer Essen. Schneller. Was ist, wenn ich jetzt was zum Essen bestellen will? Ich glaube, da habe ich die Arschkarte. Ich bin's aber auch am Überlegen. Im Berliner Raum liefert jetzt keiner mehr. Doch, ich habe keine. Ich hab keine 12 Gänge mehr, ich hab nur noch 10. Ach so, deswegen bleibst du so weit hinten. Komm grad nicht hinterher. McDonald's liefert noch bis 1 Uhr. Aha. Eine Werkstatt? Oh ja. Nein! Oh. Ah, Dani kommt. Ja, ich flitze. So. Also, angezogen wohlgemerkt, ne? La Strada liefert auch noch. Wie lange liefert denn La Strada? Da steht gar keine Uhrzeit drin, wie lange die liefern. Und Hallo Pizza liefert noch. Die von immer. Hast du schon von deinem Nachbarn gehört, der keinen Strom mehr hat? Du hast keinen Strom mehr? Nee, ich meine, dein Nachbar hat keinen Strom mehr. Das wüsste ich. Weißt du, wen ich meine? Nee. Beginnt mit Tanz und endet mit Verbot. Der hat keinen Strom mehr? Nee. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Das kann jetzt nicht wahr sein. Wieso hat er keinen Strom mehr? Nee, der hat keinen Strom mehr. Den haben sie abgestellt bei ihm. Warum das? Mein LKW ist müde. Weil er sich nicht angemeldet hat. Bei seinem Umzug. Deswegen war er nicht mal bei mir im Stream. Der war schon bei dir im Stream? Ja. Ach. Und ich kannte Tanzverbot noch nicht mal so wirklich zu dem Zeitpunkt, ja? Ich habe mich bloß gewundert, warum jemand im Chat schreibt und der hat einen Haken vor seinem Namen. Ach lol, ihr seid ja alle gefahren. Ja, ich habe extra noch Kofetasi. Und was wollte der? War einfach nur mal so Hi sagen und hat ein bisschen geschrieben und war aber dann auch ziemlich schnell wieder weg. Wo bist du jetzt? Weitergefahren. Olli, du bist schnell. Ich sehe dich nicht. Ja, ich habe hier ganz viele Kurven vor mir. Weit bist du weitergefahren? Ja, ich bin jetzt warum? In Villa San... Seh dich. Ich komm. Woanders kommt man ja auch gar nicht hin hier. Hä? Wofür noch? Also ich bin auf dem Weg zur Fähre.
Ja, ich sehe schon. Ja, ich konnte da warten, nicht 100 dazu. Ja, wir warten mal ruhig kurz mal. Stopp. Zack. Jetzt? Ich warte also, mal. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich bin weg. Ja, dir auch. Okay, bis dann. Tschüss. Ciao. Okay, ich werd auch wieder rüber. Ach, eben noch ankommen, ja? Lass uns mal noch eine Tour fahren. Ja, weil eigentlich wollte Speedy auch mitfahren, aber der muss jetzt wohl auch los, weil der hat mir eben gerade geschrieben, der muss morgen früh wieder arbeiten. Oh. Sei doch ehrlich, ja, deine ganzen Leute mögen uns nicht, deswegen gehen sie jetzt gerade wieder und du gehst hinterher. Nein. Nicht nur oder mir. Mich und Dani mögen sie, sie mögen nur dich nicht. Irgendwie. Ja, ich weiß. Wo ist denn hier bitte schon die Brille? Nee, Bräuler, wir müssten wirklich mal uns angewöhnen, mehr zu schreiben. Ja, auf jeden Fall. Weil dann kann man auch mal besser was mal für ein Wochenende oder so planen. Ja, bei mir ist immer schwierig mit Wochenende planen und so, wegen Frau und Kind und alles, weißt. Ich muss morgen, habe ich frei, Sonntag muss ich arbeiten. Freue mich auch schon drauf. Mega. Ja gut, das ist dann natürlich immer ein bisschen... blöd. Ja, das Dumme ist, wenn man nicht richtig planen kann, ist es wirklich... Okay, man kann ja auch spontan mal schreiben, ne? Oder du schreibst ja spontan. Am besten wirklich per SMS, weil Steam-Nachrichten WhatsApp. Zum Beispiel bekomme ich nie. Meine ich ja WhatsApp. Ja. Habe ich ja festgestellt. Ich habe mich gefragt, wo du gerade, weil du online gegangen bist, wo du gerade bist. Nee, ich habe nämlich bewusst mein Steam, du kannst ja den Chat extra parallel ausstellen. Und habe ich bewusst ausgestellt. Weil so, ich sonst durch ihn trotzdem. Ja, mach das. Bis zum nächsten Mal. Und wir fahren irgendwann und hören uns, genau. Genau, war nicht so doll. Nö, du auch nicht. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ciao. Gut, dann können wir unsere Tour ja doch pünktlich um 22 Uhr beenden. Bis 23 meinst du? Na, halb schaffen wir auch nicht mehr. Ey, ich habe hier gerade gesehen, die liefern bis 22.30 Uhr, wenn ich schnell genug bin. Die tun mir jetzt schon leid. Welches bei La Strada? Nee, La Strada kann ich gar nichts mehr bestellen. Das Gebäude von denen ist explodiert vor ein paar Tagen. Da steht bloß, das Schild hängt noch oben, aber der Rest fehlt. Ey, guck mal, da ist ein Holger. Moin, Holger. Tag. Ich grüße keine fremden Personen. Hast du doch gerade. So, Hallo Pizza liefert bis 23 Uhr. Aber Hallo Pizza könnte ich bestellen. Inhaber Mohammed Sahan. Hallo Pizza Inhaber Mohammed. Passt. Na, warum nicht, ne? Deutsche, wenn ich aber ehrlich bin, ja, sehr viele Deutsche sind doch, glaube ich, zu faul, bis weiß ich wann zu liefern, ja? Kaffee hatte ganz doll gern. Und wenn man das jetzt so sieht, ja, bei uns gibt es einen ganz bekannten Döner halt hier in der Region hier zumindest, ja, wo sehr viele sind. Da stehst du teilweise 30 Minuten in der Schlange, ja. Aber da sind immer die gleichen Leute, die machen morgens um 10 auf, ja, bis nachts um 2. Und es sind durchgehend die gleichen Leute da, ja. Denk mal auch, die haben auch keine Freizeit. Kommen nach Hause, gehen ins Bett, um dann wieder aufzustehen. Und laut deutschem Gesetz ist das, glaube ich, auch gar nicht so zulässig, oder? Ich kann nicht teilen, tut mir leid. Aha, die alle lassen nicht alleine. Ja, passiert. Jana, kannst du Hanna grüßen? Ja, natürlich kann ich Hanna grüßen, aber Hanna ist ja gerade da, ne? Hannalein! So, fahrt ihr weiter? Oh. Wir wollen ja heute nur ankommen mit Minecraft streamen, ne? Oh. Streamen? Natürlich, Hanna kommt Minecraft. Easy. Ne, ich glaube nicht. Jetzt. Nee, morgen kommt doch Minecraft. Was? Morgen Vormittag wird Train Simulator kommen, morgen Nachmittag OMSI 2, wenn ich das schaffe, und zum Abend Minecraft. So ist mein Plan und umsetzen davon werde ich wahrscheinlich eh wieder gar nichts. Ja, doch, Minecraft vielleicht. Ja, Minecraft sowieso, weil Minecraft ist jetzt schon fest eingeplant. Aber alles andere, weißt du? Motorfehlfunktion. Aber wenn ich jetzt schon sage, ich möchte vormittags was streamen und wenn ich dann bis Mittag schlafe, fällt der Stream schon mal platt. Train Simulator habe ich mir schon öfters überlegt, ob ich mir den hole. Ich kann dir sagen, von den Strecken her und so weiter ist es richtig geil und von der Grafik her und weiß ich was alles, ja. Und von dem, dass es sehr originalgetreu ist, also originalgetreu als ETS, weil du wirklich Originalstrecken hast und wirklich Originallänge fährst. Aber dann geht's los. Für die Map so und so bezahlst du 20, 30 Euro. Für diesen Zug so und so bezahlst du 20, 30 Euro. Wow. Bezahlst für jede Kleinigkeit gleich ein 20er oder so. Oh, damit. Obwohl, so wie ich mich Wesley, wie ich mir Wesley vorstellen kann, ist er dann die Person, die auf die Idee kommt. Ach, ich habe mir alle Maps gekauft.
War nur 3000 Euro. Geht ja noch. Das meine ich ja damit. Ja, der einzige Grund, glaube ich, ist, bei der Bundeswehr zu arbeiten, ist wirklich das Geld, oder? Eins nee, der Hauptgründe. Warum? Weißt du, wieso ich damals mit 16 zur Bundeswehr bin? Warum? Ich hab mein Abi. Ich hab meinen Realschulabschluss gemacht, hab mein Abi gemacht, hatte mit 16 mein Abi in der Tasche. Mit 1,3 und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Studieren darfst du erst ab deinem 18. Lebensjahr, das heißt 2 Jahre hätte ich rumpimmeln müssen oder irgendwie jobben. Hatte ich keine Lust zu. Also habe ich gesagt, okay, ich gehe zum Bundeswehr. Hab da meine Lehre gemacht, hab da meinen Meister gemacht, hab da einen Techniker gemacht. Bin Leutnant, hab eine fette Rente, hab eine fette Pension. Was will ich mehr? Ja, okay, erst was zur Rente kommen, das ist ja wieder das nächste Thema. Hm. Wofür denn erst? Ab dem 1. März bin ich ja nicht mehr Soldat. Ja, okay, sagen wir es mal so, du könntest theoretisch, wenn irgendwas passiert hier, könntest du wahrscheinlich immer noch eingezogen werden. Definitiv. Bis zu welchem Alter war das? Ich bin Reservist. Das 40, 45? Ach, doch so lange kannst du noch eingezogen werden, ja? Ja, ja, aber es kommt aber auch drauf an, in welchem Familienstand du dich befindest und so weiter. Also wenn du keinen Bock hast, einfach mal, hast du mal Zeit, ein Kind zu machen? Ja, so, das ist so ähnlich. Bei Familienstand ist, glaube ich, egal, wenn du ein Kind hast. Mhm. Ah ja. Apropos Kinder, ich sollte auch mal langsam anfangen. So, oh Gott, dann könnte ich dir jetzt mal anschreiben. Hey, hast du morgen Zeit? Bitte sage mir, wann du das letzte Mal deine Periode hattest. Ja, ist müsste passen. Was? Ist das dein Ernst, dass du in mich reinfährst, du Safzer? Was denn, Oli? Ja, ich dachte, du bist eine Frau. Sorry. Dich wollte ich jetzt kein Kind machen. Dich. Ist das dein Ernst? Dann, wenn das jetzt der EO3-Server gewesen wäre, ne? Was? Ich sag mal, das ist der EO3-Server gewesen wäre, ne? Dann wäre Oli längst tot. Dann wärst du. Ja. Oli? Ja, entschuldige, dass ich auf dich gewartet habe. Ja. Ja, ja. Wartest du auf ich hab so. Ach du Scheiße, habe ich hier viel zur Auswahl. Ich nehme die da drüben. Ich habe gerade eine Errungenschaft bekommen. Achte auf die Lava. Ey, die außen gehen nicht. Wieso kriege ich in ETS eine Errungenschaft, die heißt Achte auf die Lava? Ja, hast du so viel Lava im Anhänger. Im Anhänger. Jetzt habe ich 2% Aufliegerschaden, weil ich zu scharf gelenkt habe, ja? Du bist ja auch eine Pfeife. Ey, das ist doch hier beschissen. Ich musste wegen dir ausweichen, Olli. Warum? Weil du mich. Hey. Weil du mich irgendwie irritiert hast durch dein Stehen. Chilicraftnet, hi, Tag schön, wie geht's dir? Chilicraftnet, bist du neu? Hi. Habt ihr Langeweile hier oder was? Test 1, 2, 3. Ja, hab ich. 1, 2, hallo, 3. Hallo. Hallo, Wesley Line. So, wir haben jetzt übrigens unser Ziel gleich erreicht. Aus dem auf die Autobahn fahren. Noch 72 Kilometer. Noch eine Tour danach? Nee, danach werde ich noch ein bisschen bei Minecraft mal reingucken. Ja, richtig. Olli? Aha. Ja. Olli? Hoch Sand. Ja, ich bin im Winter gleich auch nochmal. Da haben wir die falsche Fracht von angenommen. Ja, definitiv. Ich brauche nämlich Sand. Ich kann dir zeigen, warum. Oder wozu? Ich hab mein. Du weißt ja, dass ich über mir ein riesengroßes Gebirge hatte, ne? Mhm. Das hat mich ja dann irgendwann mal gestört, ne? Hast du das abgebaut, ich weiß. Ja. Das glaube ich jetzt nicht. Alles einzeln abgebaut, ja? Mit meiner Spitzhacke. Hab ich auch gemacht. Das glaube ich. Aber er hat Hilfskampf. Olli. Leider nicht, hab ich's auf dich gewartet. Hab ich auch alles gemacht. Alles von Hand. Ja, ich hab erst mit Hand alles gemacht, ja, da wo ich gesehen habe, Dani und so weiter ist in der Nähe, bevor es auffällt. Alter. Warte mal, du hast alles mit der Hand gemacht. Dann ist dir ausgefallen, dass Dani in der Nähe ist und dann hat Dani dir geholfen. Gut, dass es nach 22 Uhr ist. Okay, Dani, du bist unten.
Ich hab den nach Hause. Das war eine Notlösung. Du bist unten durch. Aber ich weiß jetzt nicht, warum der Boden jetzt so hell ist. Es könnte jetzt Sand sein oder es könnte Wolle sein. Chilicraft, nett. Ja, bin neu. Warum nicht EU 1, 2 oder 3? Kann ich dir sagen, weil wir vorhin noch einige Leute mehr waren und einige Leute davon fühlen sich noch zu unsicher auf so einen Server, wo man Leute crashen kann. Und deswegen. Ja, unter anderem ich. Und deswegen sind wir unter uns hier alleine. Also, man kann wirklich sagen, alleine auf EU 4, weil auf EU 4 ist wirklich so gut wie gar nichts los. Okay, vielen Dank. Es ist gar nichts los. Ja, stimmt. Wir sind seit 3 Stunden unterwegs, nee, länger schon. 3 Stunden 19, genau. Ja, seit über 3 Stunden unterwegs und uns sind genau 3 Leute entgegengekommen, die nicht zu uns gehört haben. Wir können noch auf EU3 wechseln für 15 Kilometer. Ja, Olli, ich hab dich auch 15. Ganz doll nett. Warst du nicht die Garage hier kaufen? Die hatte ich schon. Saftzack. Fail. Wer kommt wohl als Erster am Ziel? Ah, scheiß Internet weg! Nein. Warte mal, gib mir mal kurz deine IP-Adresse. Nein. Warum nicht? Ich bin über eine VPN drin und findest mich hier nicht. Machen wir eine Wette? Nee. Meine IP-Adresse hättest du theoretisch eigentlich über TeamSpeak. Ah nee, die kannst du nicht einsehen, glaube ich, ne? Richtig. Die kann man nur selbst einsehen. Ich kann sie von allen anderen auch einsehen. Ja, dann wäre. Aber weil ich auch nur, weil ich Owner bin, ja. Ah, toll. So, welcher Firma bist du eigentlich hin? Wir sind schon da bei CNP. Ja, wir sind schon da. Oh, hätte ich der Scheiße in Ordnung. Verräter Schweine. Ja, natürlich, das ist ja in Ordnung. Jetzt kommt er so an, weißt du, und irgendwann bettet er wieder. Hast du noch Sand? Dann bin ich wieder gut genug. Ich hab dich auch lieb. Ich dich auch. Seit wann das? Seitdem du nicht mehr so wichtig bist für ihn. Richtig. Gott sei Dank. Du bist abgeschrieben, jetzt ist Olli meine Nummer 1. Gott sei Dank. Was? Gamer Nix Gaming 2.0? Oder so. Hi, Tag schön. Ich glaube, das habe ich jetzt komplett falsch gesprochen. Nein. Ich habe gesagt, dass ich dich lieb habe. Ich muss nett sein. Er will noch was heute. Manni, gib mir ein bisschen. Nein. Egal, das war's. Was das? Ich habe perfekt eingeparkt übrigens, ja. Perfekter geht's gar nicht. Da kann man schon mal klatschen. Dankeschön, zumindest einer. Ja, Olli, hast du fein gemacht. Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Für diese große Tour gab's aber ziemlich wenig, muss ich sagen, ne? Na klar, mit deinen 5 Millionen % Schaden. Na, ich hatte nur 5 oder so. Nee, zwei. Auf dem Auflieger hatte ich 2. Oh nein, Finn, bitte nicht, sorry. Bitte nicht. Ich zähl das Ding sowieso schon nicht. Was, Finn, was? Ja, ich find's mal gut, dass der automatisch mal dich beschuldigt. Ja, oh Gott, das ist ja. Deswegen, mein Finn. Das ist jetzt schön aufgenommen worden, ja? Hat das einer geklippt? Oh, Mann. Ich komm jetzt erst an. So, ich fahr mal kurz tanken. Es tut mir leid, Finn. Ja. Guck mal, wenn er vorne kommt. Hallöchen. Gott, wo muss ich denn das Ding abstellen? Holy shit. Ja, ich muss noch kurz. Da ist eine Tanke. Ach du Scheiße. Okay, 100% an. Ich tank noch ganz kurz. Demnach bist du auch gegen das Tor gepfiffen. Ja. Aber mit 140. Ja, ich auch mit. Shinnypop schreibt, später noch ETS 2 Multiplayer auf EU2. Nee, wir sind jetzt eigentlich durch soweit. Nein! Wir werden jetzt gleich noch kurz auf Minecraft wechseln, aber im Offline-Modus. Ja, und dann kommt morgen Vormittag kommt dann, wie gesagt, wenn alles so klappt, wie ich es mir vorstelle, Rain Simulator. Morgen Nachmittag OMSI 2 und zum Abend hin Minecraft. Ich bin jetzt bei der Werkstatt. Und wenn dann noch Zeit ist, ja,
Und wenn da noch Zeit ist, vielleicht sogar noch Scribble oder so. Das machen wir wahrscheinlich Sonntag, mal gucken. 77.000 Euro Schaden, jawohl. Geht doch noch. Ja, ich hätte es auch schon mal heftiger, 150.000. Aber EU2 wäre natürlich auch lustig, ne? Weil das Server überfüllt ist bis oben hin. EU2 und dann Duisburg-Calais. Ja. Das müssten wir jetzt eigentlich noch machen. Nee. Was? Einfach nur jeden Anhänger nehmen zum Wegwerfen danach wieder und mit Dani auf EU2 nach Duisburg setzen und nach Calais rüberfahren. Aber dass die Strecke immer noch Angst. So beliebt ist, ne? Dani, wo bist ja. du? Das ist einfach. Ich weiß nicht, wo ihr seid, aber ich bin noch hier. Ich bin bei der Werkstatt. Ja, danke. Also, dann lass auch fahren. Ich fahre hier gerade mit 130 Richtung Tanke. Ja. Tanke, also, welche Tanke? Na, die da oben ist, wo ich gerade hinfahre. Können Abschiedsfoto machen bei der Tanke. Ich such die gerade. Ah, da bist du, ich seh dich von Map. Siehst du, ich hab noch nie ein Tanke-Foto gemacht, ne? Ist das die Tanke neben Catania oder wie das heißt? Neben dem Schriftzug? Ja, da fahre ich hoch. Warum fahre ich eigentlich dahin? Da unten ist da auch eine Tanke, egal. Ich komme da jetzt auch hin. Ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt diese Tanke ausgewählt habe. Aber ich wollte noch ein bisschen 150 fahren. Ja, ich auch. Ich fahre jetzt bis 13 Kilometer bis dahin hin. Zur Tanke. Und danach muss ich durch zur Werkstatt. Oh, Gott, das komme ich gerade her. Beim 22. Versuch ist mein Motor angesprungen. Die Zeit verzögert sich um 2 Minuten. Ich glaube, wir haben die Werkstatt, die Garage. Ja, wie kann man denn Werkstätte kaufen? Garage. Ich weiß. Stimmt, Werkstätte können wir auch kaufen. Ja, bitte, mach das bitte noch auf EU2. Nee, das tue ich mir heute nicht mehr an. Ich bin nachher noch aus Minecraft zocken. Ein bisschen entspannter was tun, ja. Entspannter? Das ist doch EU2. Duisburg-Calais auf EU2 ist doch entspannt. Wollte gerade sagen. Ja, macht. Definitiv gar kein Grund zum Aufregen oder sonst was. Okay, aufregen tue ich mich da eh nicht. Ich krieg da immer nur Lachflashes, wenn ich sehe, wie sie am Straßenrand liegen oder durch die Luft fliegen hinter mir oder sonst irgendwas. Das ist immer wieder witzig. Oh, die Tank ist aber richtig groß hier. So, beenden. Ja. Ach, stopp, warte mal, der will ja eh wieder ein Foto machen, oder? Ach ja, so, was sagt denn mein Handy? Willst du noch ein Foto machen oder nicht? Finn fährt gerade zu mir. Seit wann kann er denn nicht sprechen? Warte. Ich lock mich gerade wieder ein. So, Kraftstoff ist voll. Kraft. Laura spielt Minecraft, aha. So. Ist die aufgekommen? 170, 180, yes. Ich parke auf dem Behindertenparkplatz, ja. Ja, da gehörst du hin. Wo ihr überhaupt seid. So. Tankstelle bei der Garage? Nein, oder? Die separate Tankstelle da oben, oder wie? Die oben bei Catania ist. Beim Catania-Schriftzug. Genau, links. So, okay. Davon. Unterwegs. Ja, ich stehe auf dem Behindertenparkplatz. Falls ihr mich sucht. Wie gesagt, wir können es hin. Das geht ja einfach. Da sind noch 2 Parkplätze frei. Okay, ich komme. Mach am Motor aus hier. Du musst einfahren. Ah, da ist ja. Hier gibt es ja mehrere Einfahrten. Ne? Ja. So 10.000. So, da bin ich. Komm mit 170 angeschossen. Ja, einen Behindertenparkplatz haben wir noch. Dani, kommst du auch noch, oder? Ich suche euch gerade, ich finde euch noch nicht. Auf der Karte, du weißt ja, wo wir unten vorhin waren. Und genau
über den Ort, wo wir die Fracht abgegeben haben, hast du Catania mit einer Tankstelle. Aber Olli, wie hast du so viele Fanfaren drauf, ey? Ja. Und das täuscht nicht. Und nur eine Lampe total ungünstig in der Mitte. Eine? Das ist nicht mit Du hast ja 9 Fanfaren drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 9. Passt. Guck mal. Wie kriege ich diese Fanfare bei mir rein? Ich kann immer nur. Anders kann ich. Drück mal auf N. Hab ich? Ja, okay, bei N passiert bei dir nichts, weil du keine Teile dran hast bei dir. Du hast ja nur Lampen oben. Okay, klappt das dann wirklich mit N? Ja. Also ohne. Wesley, der Behindertenparkplatz ist weiter links. Klappt das denn noch ohne, dass man noch was einstellen muss? Oder einfach nur einfach N? Dann N drücken, wenn du welche dran hast. Okay, ich würde am liebsten zur Werkstatt fahren, aber ich mach's gleich mal. Wesley, du willst wohl nicht auf dem Behindertenparkplatz stehen. Dani kommt auch noch. So, bist du aber nett. Das war zwar so eigentlich nicht gemeint, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, was ich gesagt habe. Ach, wisst ihr was? Mach das Foto ohne mich. Warum? Bin ich beleidigt. Ach, warum? Ja, das Dani kommt auch noch. Ja, nee, da geht's darum, dass du auf dem Behindertenparkplatz stehen darfst und nicht er. Ja, danke. Nur weil ich älter bin, als ihr alle drei zusammen, oder was? So alt bist du jetzt auch wieder nicht. Warte mal. Guck mal, Finn will mit dir Liebe machen. Der macht extra Platz für dich zwischen ihm und... Lass mal ein Foto machen. Jetzt können wir von mir das Foto machen. Nein, geht nicht. Wir müssen auch noch auf Dani warten. Ja, wenn du mal siehst, wie ich gerade stehe. Ja. Wenn ich das jetzt auch finde, dann ja. Zeitlich. Und jetzt? Ich hoffe, ich bin richtig. Hoffe ich auch. Ich guck gerade mal. Ich flieg mal ein bisschen über die Welt. Über die Welt. Flieg du mal über die Welt. Wo stehen wir überhaupt? Ja, eben. Hiiii, wo ist Dani eigentlich? Dani ist auf jeden Fall richtig. Ich sehe sie überhaupt. Da vorne fährt sie. Hallo Dani. Wie kann man eigentlich über diese ganze Map fliegen? Mit der Flycam. Dani ist gerade wieder aus der Karte verschwunden. Na voll toll, echt jetzt? Dein Ernst? Ich weiß jetzt nicht, wo du jetzt lang gefahren bist. Warte. Wo bist du denn, Dani? Musst du, glaube ich, selbst noch rausfinden. Kannst du es ungefähr beschreiben, oder? Wenn es schlau ist, sagst du, es auf einer Autobahn. Die ist bestimmt an dem Autobahnkreuz, wo ich gerade eben durch bin und ist statt geradeaus hoch und die Rechtskurve direkt rechts gefahren. Und fährt jetzt die gegengesetzt. Ja, 19. Ich hab dich gerade noch gesehen und dann bist du unsichtbar geworden, weil du rausgefahren bist aus dem Gebiet. Also du warst eigentlich gar nicht weit weg von uns. Dann mach mal die Map auf, also drück mal die M-Taste. Wenn du stehst. Warte, warte. Wenn du das hast, sagst du mir Bescheid. Ja, hab ich. So. Jetzt drückst du die M-Taste, hast du gemacht, so. Ja. Dann hast du ja da stehen den Namen Catania, richtig? Ja. So. Und wenn du ganz raus, wenn du standardmäßig gezoomt hast, ne? Hast du ja über dem C dieses Tankstellensymbol, richtig? Da wollte ich hin. Ja, richtig, da stehen wir. Jetzt ja doch stumm. Ja, aber danke. Okay, Dani, wo stehst du jetzt genau? Scheißegal, sie kommt hierher, also mit dem hier ist ja alles richtig. Sonst will ich dich eben abholen. Ja, klar. Ich hoffe, das wird noch. Wahrscheinlich fährt sie gerade über Timbu. Nee, aber über Rot. Ja, bei Rot durch bist du. Ah ja, das sowieso. Also von dem her geht es nicht. Da ist sie wieder.
Dani, du nährst dich. Ich sehe dich auch, Dani. Ja, ich auch, ja. Und dann ist er gut. Da bist du. Danke, Finn. Ich fahr grad mit dir, ne? Du wirst gerade beobachtet von mir, du wirst gerade gestalkt. Wieso, Finn ist hier? Du wirst gerade alleine gefilmt. Dani in Nahaufnahme. Oh nein. Ja, ich bin gerade hinter ihr. Wie sie fährt wie so eine Biste auf einer Pute. Ich fahr gerade hinter ihr sozusagen. So, da sind wir. Und es wurde sogar für dich ein Behindertenparkplatz freigehalten. Wesley ist der Einzige, der nicht behindert ist. Danny parkt neben den Dach. Jetzt entscheidet sich's. Wen hat Dani lieber? Finn, mich oder Olli? Tata! Ist okay. Ja, nee, ich geh auf den Behindertenparkplatz. Hallo? Ne? Message angekommen. Ich hab schließlich auch einen Behindertenausweis, also muss ich auch dahin. Message angekommen. Ganz ehrlich, ich bin der Einzige mit dem Zweiachser. Aha. Bist du gar nicht, ich fahr auch Zweiachser. Ah, jetzt seh's auch schon. Ich fahr prinzipiell nur Zweiachser. Guck mal, zwei Grüne auf der rechten und zwei Weiße auf der linken. Olli. So, ja. Wie viel Foto machst du? Zwei? Ne, ich hab jetzt schon 10 oder so gemacht. Gut, dann warte schnell. Ich wollte gerade ein Foto machen, Dani. Ja, mit dir jetzt. Fotos habe ich schon gemacht. Da ist auch Dani drauf. Naja. Na super. Ich habe noch kein einziges gemacht. Bei jedem Spiel klappt es ja, außer bei SSO. Du hast Fotos gemacht? Ja. Bei SSO kommt immer die schöne Meldung, es wurde ein Bild in der Galerie hinterlegt, aber da ist nie was. Früher hat es noch funktioniert. Du armes Töftöf. Du armes Töftöf. Willst du noch in Wesley rein? Obwohl, andersrum wäre wahrscheinlich angebrachter. Es ist nach 22 Uhr, ich darf das sagen. Was? Ich hab nichts gesagt. Ich hab nicht zugehört. Ja. Ach so. Gut. Oben die Person hat den Rückwärtsgang nicht drin, aber ist auch egal. Nicht drin, hat ihn drin. Aber. Ja, das war ich, denk. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's für heute. Wir haben eh bloß noch einen Zuschauer. Ich weiß nicht, was heute los ist. Aber ist halt so. Kiddies mussten alle ins Bett. Wir haben gleich 11. Ja, aber normalerweise haben wir um diese Uhrzeit am Wochenende 20 bis 30. Ja, das ist wirklich mitgefahren. So. Es ist Fastnacht. Stimmt! Ja, es ist Fastnacht, es ist fast 0 Uhr, ne? Ja, richtig. Überall sind Hallen und Bälle und was weiß ich. Auch richtig. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Nächster Stream morgen früh wahrscheinlich irgendwann. Kommt gut ins Bett und bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.